Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen der Österreichischen Akademie der Wissenschaften möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen zu einem Symposium mit dem Thema Meteore und Meteoriten. Der Grund, warum wir das gerade heute am 30. Juni machen, wird aus dem ersten Vortrag in Kürze klar werden, den ich selber halten werde. Mein Name ist Christian Köberl, ich bin der Obmann der Kommission für Geowissenschaften der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und auch Professor an der Universität Wien. Ich habe jetzt die Aufgabe, ganz kurz dieses Symposium vorzustellen und eine Einführung zu geben, bevor dann die fünf eigentlichen Vorträge folgen. Es ist mir eine große Freude einmal, dass dieses Symposium an der ÖAW hier sozusagen hybrid zumindest stattfinden kann. Zumindest wir Vortragende sind hier physisch vor Ort. Leider ist es aufgrund der diversen Restriktionen noch nicht ganz möglich, auch Zuseher hier zu haben. Ab morgen wäre das vielleicht sogar anders. Aber heute ist der internationale Asteroidentag und aus diesem Anlass findet auch dieses Symposium heute statt. Dieses Symposium ist eine Veranstaltung der Kommission für Geowissenschaften der Österreichischen Akademie der Wissenschaften gemeinsam mit der Kommission für Astronomie, dessen Obmann Professor João Alves von der Universität Wien in Kürze auch hier ein paar Grußworte sagen wird. Wir haben dann fünf Vorträge vorgesehen. Der erste ist von mir selbst. Dann ist es uns eine ganz große Freude, Frau Professor Brigitte Sander, die Präsidentin der Meteoritical Society, einer internationalen Vereinigung von Meteoritenforschern, hier begrüßen zu können. Dann kommt ein Vortrag von Dr. Ludovic Ferrier vom Naturhistorischen Museum in Wien. Dann haben wir eine kurze Pause. Dann ein Vortrag von Dozent Dr. Wolfgang Lenhardt von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Und abschließend ein Vortrag von Herbert Raab von der Johannes Kepler Sternwarte in Linz. Ich werde jeden einzelnen Vortragenden kurz noch vor den jeweiligen Vorträgen vorstellen. Wir haben Gelegenheit, ganz kurz ein, zwei kurze Fragen vielleicht nach jedem Vortrag zu stellen, je nachdem, wie die Zeit läuft. Und dann gibt es am Ende um 17 Uhr noch die Möglichkeit einer kurzen Diskussionsrunde. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass diese Veranstaltung aufgezeichnet wird und dann über die Webseite der Österreichischen Akademie der Wissenschaften jederzeit auch nachgesehen werden kann. Damit bin ich schon mit meiner ganz kurzen Einführung am Ende und möchte jetzt an Professor João Alves, den Obmann der Kommission für Astronomie und Professor an der Universität Wien, übergeben für seine Großworte. João, please, the floor is yours. Thank you very much, Christian. It is a great pleasure to be here. In the name of the Commission of Astronomy, welcome everyone for this extremely inspiring topic. I mean, we're seeing, I'm just learning about it, but it's tracking rocks from space over the skies of Europe is something that goes beyond astronomy and geoscience. It goes to the core of, I think, any European that has any interest in understanding how the world and the universe works. So I have very few words. I want to thank the Commission for Geosciences for the kind invitation. This is a perfect example where we can work together in the future, and I'm sure we will. And without further ado, I wish this to be a very successful event. Thank you. Thank you very much. Sie haben es vielleicht schon aus dieser kurzen Einführung mitbekommen. Wir haben hier eine Mischung aus Deutsch und Englisch. Mein erster Vortrag wird auf Deutsch stattfinden. Dann kommen zwei englischsprachige Vorträge und dann nach der Pause wieder zwei deutschsprachige Vorträge, wie man ja auch aus der Zusammenfassung und den Abstracts, die online verfügbar sind, ersehen kann. Nun, damit möchte ich gleich mit meinem eigenen Vortrag beginnen. Das Thema dieses Vortrages hier
sozusagen ein bisschen das Setting zusammenfassen, worüber reden wir. Planetary Defense von Meteoren, Feuerbällen und der Gefahr von Impakten. Ich versuche also hier ein bisschen den Bogen zu spannen zwischen der Gefahr, die von Impakten ausgeht, das ist das Thema des International Asteroid Day, bis halt hin zum eigentlichen Thema unseres kleinen Symposiums hier. Wie findet man vor allem kleine Objekte und was für einen Einfluss haben die auf unser Verständnis der Gefahr von Einschlägen auf der Erde? Was Sie hier in diesem Bild sehen, in diesem Überblicksbild, Anfangsbild, ist eine Computersimulation auf der rechten Seite eines großen Meteoroiden, eines Objektes aus dem Weltall, das in die Atmosphäre eindringt und knapp vor der Explosion über dem Boden steht. Nun, wie gesagt, der eigentliche Anlass, warum dieses Symposium und nicht nur unseres, sondern viele andere ähnliche weltweit heute stattfinden. Heute ist der sogenannte Internationale Asteroidentag, der Asteroid Day. Der Asteroid Day findet nunmehr seit ungefähr 6 Jahren statt. Seit ungefähr, glaube ich, 4 Jahren ist da auch ein anerkannter, oder 5 Jahren eigentlich sogar, ein anerkannter UNO-Tag, ein spezieller UNO-Tag. Die UNO hat 2016 deklariert, dass eben am 30. Juni dieser International Asteroid Day zu beachten wäre. Der Grund, warum es am 30. Juni stattfindet, hat zu tun, dass im Jahre 1908 über Zentralsibirien der sogenannte Tunguska-Event abgelaufen ist. Bei diesem Tunguska-Event, nach dem julianischen Kalender, der damals in der Gegend noch vorhanden war, war das der 17. Juli, nach dem gregorianischen Kalender, den wir verwenden, ist es der 30. Juni, ist in der Früh eine große Explosion über einem glücklicherweise sehr dünn bewohnten Gebiet der sibirischen Taiga passiert. Durch diese Explosion, die von Augenzeugen in glücklicherweise größerer Entfernung, Augen- und Ohrenzeugen sollte man sagen, wahrgenommen wurde, sind eine riesige Anzahl, man redet von ungefähr 60 Millionen Bäumen, die umgeknickt wurden über einem Gebiet von etwa 2000 Quadratkilometer. Das ist ein riesiges Gebiet, wenn man bedenkt, dass die Fläche von Wien gerade mal etwas über 400 Quadratkilometer groß ist. Diese Explosion, und es war eine Serie auch von Leuchterscheinungen, die den Eindruck einer Flugbahn vermittelt hat, hat man noch hunderte Kilometer weit weg gehört. Und Seismographen haben eigentlich rund um die ganze Welt diese Druckwelle nachweisen können. Es ist nicht ganz klar, ob aufgrund der sehr dünnen Besiedlung dieser Gegend es zu Todesfällen gekommen ist. Möglicherweise bis zu 2 Personen könnten umgekommen sein, aber das hat, wie gesagt, wirklich nur damit zu tun, dass in der unmittelbaren Umgebung keine Menschen gewohnt haben. Ein paar Rentiere hat es wahrscheinlich erwischt. Die Größe und auch die Energie, der Energieinhalt dieser Explosion war durchaus beachtlich. Wir sehen in diesem Bild von rechts nach links verschieden große Körper, die auf der Erde einschlagen bzw. einschlagen können. Ganz groß rechts mit ungefähr 10 Kilometer Durchmesser jener Asteroid, der unter anderem für das Aussterben der Dinosaurier verantwortlich war. Dieser Asteroid war ungefähr 10 Kilometer im Durchmesser. Dann etwas kleinere Objekte bis hinunter ungefähr zu Tunguska. Bei Tunguska
reden wir vermutlich von einem Körper, der irgendwo in der Größenordnung von 50 Metern, vielleicht auch 60 oder 70 Meter im Durchmesser war. Das entspricht bereits einer Explosion von einer Energie, einer Explosion von 10 bis 15 Megatonnen TNT-Äquivalent. Wobei im Vergleich dazu die Hiroshima-Atombombe, die 1945 die Stadt Hiroshima zerstört hat, nur unter Anführungszeichen 15 Kilotonnen TNT-Äquivalent hatte. Also die Explosion von Tunguska einen Faktor von ungefähr 1000 stärker war in der Energieinhalt bereits als eine klassische Atombombe. Sie sehen auch in dem Bild unten die Gegend der Zerstörung. Übrigens hier eine leicht andere Schätzung, da steht nur von 5 Megatonnen TNT. So genau weiß man es halt nicht, weil eben damals niemand anwesend war und weil auch die Zerstörung, dazu komme ich gleich auch viel später, vor Ort nachgesehen wurde. Aber Sie sehen, dass die Stadt New York komplett auch von so einem Einschlag, beziehungsweise es war kein Einschlag, sondern eine Explosion in der Atmosphäre betroffen wäre. Nun, diese Explosion in der Luft, die ist 1908 erfolgt und es hat dann gedauert bis in die 1920er Jahre, dass die ersten Expeditionen in diese Gegend überhaupt vorgedrungen sind, weil das natürlich erstens einmal eine politisch sehr instabile Zeit in Russland damals war und zweitens auch die Gegend sehr unzugänglich war. Und hier sehen Sie rechts ein Bild von Leonard Kulik aus dem Jahr 1927. Das ist schon fast 20 Jahre nach dieser Explosion und die riesigen Zerstörungen, die durch diese Explosion ausgelöst wurden, sind noch immer deutlich zu sehen. Es gab auch historische Anzeichen für ähnliche weitere Explosionen in der Atmosphäre, zum Beispiel etwas später, im August 1930 über Brasilien, eine etwas kleinere Explosion. Man nennt diese Explosionen in der Atmosphäre, die durch Meteore verursacht sind, Airbursts, also auf Deutsch ist das sehr schwierig zu übersetzen, Explosionen halt in der Luft. Und heute, wenn man übrigens heute in diese Gegend fährt, ist kaum noch etwas davon zu sehen, denn in 100 Jahren sind die Bäume natürlich wieder gewachsen und haben die Zerstörungen fast unsichtbar gemacht. Das ist eine interessante Beobachtung, denn das bedeutet, dass natürlich nach geologisch relativ kurzen Zeiträumen die durchaus sehr katastrophalen Zerstörungen wieder verschwinden. Nun, ich möchte jetzt hier einmal den Bogen spannen zwischen den großen und den kleineren Ereignissen und ein bisschen was darüber erzählen, was sie verursachen und was man vielleicht auch dagegen tun kann. Hier sehen wir ein Bild der Mondoberfläche, die von Kratern, und zwar, wie wir heute wissen, von Einschlagskratern, also Impaktkratern, komplett bedeckt ist. Natürlich gibt es eine ähnliche Anzahl von Einschlägen auch auf der Erde. Man sieht die Einschläge auf der Erde nur deswegen nicht ganz so gut oder häufig, weil die Erde eine sehr aktive geologische Oberfläche hat, wo es fast permanent zu Veränderungen kommt. Und jetzt ist die Frage, hier sind die sozusagen die verursachenden Körper, die Asteroiden, die Kleinplaneten, in einer Art Gruppenbild von einigen dieser Asteroiden, die bisher von Raumsonden besucht wurden. Wie kommen die sozusagen auf die Erde und was verursachen sie, je nachdem, wie groß sie sind? In diesem Bild der größte dieser Asteroiden, einer der größeren, der bisher besucht wurde von Raumsonden und fotografiert wurde, ist der Asteroid Lutetia, ungefähr 130 Kilometer in der langen Dimension. Und das geht runter bis auf kleinere Körper unter 1 Kilometer im Durchmesser. Itokawa beispielsweise, ebenfalls besucht von
Raumschiffen. Und was hier, glaube ich, besonders auch interessant ist anzumerken, ist, dass diese Asteroiden selbst von Kratern bedeckt sind. Sie sind also die Verursacher von Kratern, wenn sie auf einen Planeten oder auf den Mond stürzen, sind aber selbst auch Kollisionen im Weltall mit kleineren Objekten ausgesetzt und deswegen mit Kratern bedeckt. Und die ganz kleinen Objekte, wenn etwas übrig bleibt, die sehen wir dann im Museum, wie hier zum Beispiel im Meteoritensaal des Naturhistorischen Museums liegen. Das sind also auch Überreste von Asteroiden, nur sehr kleine Bruchstücke davon. Nicht nur stellen diese Objekte eine mögliche Gefahr für uns dar, sondern auch eine große Quelle an Informationen über die Frühgeschichte und frühe Entwicklung unseres Sonnensystems und auch unserer Erde. Aber das ist heute nicht unser Thema. Ja, hier haben wir einen relativ kleinen Einschlagskrater auf der Erdoberfläche, den sogenannten Meteor Crater oder Barringer Krater in Arizona. Dieser Krater hat einen Durchmesser von knapp über einem Kilometer, etwas 1,2 Kilometer, eine Tiefe um der umgebenden Ebene von ungefähr 250 Meter und der Kraterrand ist bis zu maximal vielleicht knapp 100 Meter über der umgebenden Ebene hochgekommen. Was Sie hier natürlich sehen, ist im Vordergrund eine Straße, die von der Autobahn dorthin führt und am nördlichen Kraterrand das Besucherzentrum und Museum. Dieser Krater ist relativ jung, geologisch gesehen relativ jung, mit einem Alter von nur ungefähr 50.000 Jahren. Geschlagen wurde er von einem relativ kleinen Objekt. Und es gibt aber, wie gesagt, auch große Einschläge. Diese künstlerische Darstellung zeigt den Chicxulub-Einschlag mit einem Objekt von ungefähr 10 Kilometer Durchmesser, resultierend in einem Krater von ungefähr 200 Kilometer Durchmesser, hatte weltweite Auswirkungen, während ein kleiner Einschlag, so wie dieser mit knapp über einem Kilometer, nur lokale bis regionale Auswirkungen hatte. Aber was auch interessant ist, wäre ein solcher Einschlag bei Wien passiert oder in Wien passiert, dann habe ich hier eine Fotomontage, die zeigt, wie sozusagen dieser Krater die Wiener Innenstadt komplett zerstören würde. Und nicht nur das, die ganze Stadt rundherum würde auch zu einem guten Teil zerstört werden. Denn die Zone der Zerstörung in so einem Fall hat mindestens 10 bis 15 Kilometer Radius um diesen Einschlagspunkt. Und noch bis 25 Kilometer ungefähr wäre es so, dass die meisten Häuser zumindest eingestürzt werden. Ich habe auch aus Gründen des Größenvergleiches hier den Stephansdom, den natürlich viele in Österreich kennen, hier in diesen Krater hineingestellt. Und da sehen Sie, der Stephansdom, der immerhin ungefähr 137 Meter hoch ist, würde in diesem Krater vollkommen verschwinden. Jetzt kommt es aber darauf an, wie groß war eigentlich der einschlagende Körper. Das zeigt uns dieses Diagramm. Wir haben einen relativ kleinen Körper, der mit sehr hoher Geschwindigkeit, und das ist jetzt hier der wichtige Punkt, auf die Erde auftrifft, oder es kann auch auf dem Mond oder sonst irgendwo sein. Dieser Körper dringt ein bisschen in das Gestein, das es trifft, ein und explodiert dann. Was wir also sehen, ist im Wesentlichen der Effekt einer gigantischen Explosion, wobei hier kinetische Energie kurzfristig frei wird. Und dadurch, dass dieser Körper, der vielleicht mit 10, 20, 30 Kilometern pro Sekunde die Erde trifft, gestoppt wird, wird die Energie plötzlich innerhalb von Sekunden freigesetzt und führt dazu, dass zuerst einmal eine Schockwelle in den Boden hineinläuft, der einschlagende Körper fast vollständig zerstört wird oder verdampft, je größer ist, desto weniger bleibt übrig davon.
und ein im Vergleich dazu relativ großer Krater gebildet wird. Das zeigt dieses Diagramm sehr deutlich, dass der Krater ungefähr 15 bis 20 Mal so groß ist wie der einschlagende Körper. Und das Ganze passiert auch noch sehr, sehr schnell innerhalb weniger Sekunden. Und wenn wir das jetzt umlegen auf unseren Meteor Crater den Stephansdom, dann ist der Körper, der diesen Krater geschlagen hat, obwohl der Stephansdom in dem Krater sozusagen fast verschwindet, nur ungefähr ein Drittel so groß als der Stephansdom selbst, also ungefähr so groß wie eines der Häuser in der Umgebung. Das heißt, ein sehr kleines Objekt aufgrund der sehr hohen Geschwindigkeit des Einschlages und der dabei frei werdenden hohen Energiemenge macht einen relativ großen Krater und die Zone der Zerstörung rundherum ist nochmals viel, viel größer. Also das ist der wichtige Punkt. Hier haben wir aus der Impact-Simulation, die ebenfalls im Naturhistorischen Museum im Meteoritensaal zu sehen ist, ein paar Fotos herausgeholt. Das wäre sozusagen der Moment des Einschlages. Hier sehen Sie schon, dass ungefähr zwei Drittel der Stadt Wien davon bedeckt sind. Man sieht also hier die Donau, die hier durchgeht. Da ist die Innenstadt, aber die Stadt Wien selbst ist irgendwo in diesem Bereich zu sehen. Und nach dem Einschlag, was übrig ist, ist hier der Krater, Auswurfmaterial, aber wie gesagt, die Zone der Zerstörung würde die ganze Stadt Wien betreffen und auch in der näheren Umgebung würde es wahrscheinlich nicht sehr angenehm sein. Nun, Impakte oder Einschläge von außerirdischen Körpern auf der Erde passieren mit den verschiedensten Größen. Jeden Tag fallen ungefähr 100 Tonnen außerirdisches Material auf die Erde. Und diese Objekte sind meistens relativ klein. Was uns jetzt hier interessiert, und das wird dann auch das Thema der weiteren Vorträge sein, sind im Wesentlichen die kleineren Objekte, die aber Bestandteil eines Zusammenhanges sind. Je kleiner, desto häufiger, je größer, desto seltener. So etwas wie der Einschlag eines Körpers, wie der den Meteor Crater in Arizona geschlagen hat, oder das war ein Eisenmeteorit, oder ein Steinmeteorit, wie jener, der Tunguska verursacht hat. Sowas passiert auf der Erde, je nachdem, ob wir von Eisen- oder Steinmeteoriten reden, vielleicht alle 100 bis alle 1000 Jahre einmal. Wirklich große Einschläge, wie jene, die zur Zerstörung am Ende der Kreidezeit geführt haben und zum Aussterben der Saurier und anderer Tier- und Pflanzenarten. Sowas passiert Gott sei Dank viel, viel seltener, alle viele Millionen Jahre nur einmal. Und was wir hier auch mit Hilfe dieser Kameras und der Beobachtung der kleineren Objekte tun wollen, ist etwas beitragen zum Verständnis, wie viele von diesen kleinen Objekten gibt es denn eigentlich und ab wann können sie gefährlich werden. Hier sehen wir sozusagen ein bisschen was, wo wir uns im Weltall befinden. Die Bahnen von Merkur, Venus, Erde und Mars und darüber gelegt die Bahnen von erdbahnnahen und erdbahnkreuzenden Asteroiden oder Kleinplaneten. Wir kennen viele Tausende davon und hier dargestellt sind nur diejenigen, die größer als ungefähr 1 Kilometer im Durchmesser sind. Zu dem Thema wird dann auch der letzte Vortrag von Herrn Raab noch etwas beitragen. Also wir befinden uns hier sozusagen in der Mitte einer Art kosmischen Schießgalerie, wo wir permanent einem möglichen Einschlag aus dem Weltall ausgesetzt sein können. Dass solche Dinge auch aus dem sprichwörtlichen heiteren Himmel kommen können, hat sich wieder einmal vor ungefähr 8 Jahren bewiesen, als am 15. Februar 2013 in der Nähe der Stadt Tscheljabinsk, ebenfalls in Russland, eine solche Explosion eines
aus dem Weltall eindringenden Körpers erfolgt ist. Dieses Objekt war knapp 20 Meter im Durchmesser und ist in etwas über 20, vielleicht knapp 25 Kilometer Höhe explodiert mit einer Energie, die einem Mehrfachen der Hiroshima-Atombombe entsprach. Und das war nur ein knapp 20 Meter großes Objekt. Hier sehen Sie einige Aufnahmen, die hauptsächlich von Kameras, die die Leute in ihren Autos mitführen, sogenannte Dashboard-Kameras, aufgenommen wurden. In der 65 Kilometer Luftlinie entfernten Stadt Tscheljabinsk, wie die mittleren Bilder rechts und links zeigen, kam es zu doch ziemlichen Zerstörungen. Wände sind umgestürzt, Fenster eingedrückt und so weiter. Etwa 1500 Leute wurden hauptsächlich durch diese Zerstörungen auch verletzt. Umgekommen ist glücklicherweise niemand. Hier sieht man, wo das war. Hier haben Sie Russland insgesamt, da irgendwo in der Mitte, dort war 1908 Tunguska, hier da drüben war Tscheljabinsk, doch etwas östlich von Moskau. Und das Ganze stellt sich heraus, es ist ein bisschen Gesteinsmaterial übrig geblieben, es ist nicht alles explodiert und verdampft und es wurden also sogenannte gewöhnliche Chondrite dann dort gefunden. Was aber interessant war, an diesem Tag war bereits vorhergesagt, der nahe Vorübergang eines Kleinplaneten mit dem technischen Begriff 2012 DA14, das hier gezeigt ist, das wurde vorhergesagt. Und aus heiterem Himmel am Morgen desselben Tages kam also dieses Tscheljabinsk-Objekt, das sieht man hier von rechts hineinkommen, zwei völlig verschiedene Objekte. Bei dem einen, etwas größeren Objekt, war die Bahn bereits bekannt, Tscheljabinsk war vorher noch nicht bekannt. Im Bild rechts unten sieht man im Weltall, dass sich hier halt zufällig an einem Tag drei Bahnen im Weltall schneiden. Und diese Zufälle sind es, die uns beunruhigen. Wir kennen ungefähr 200 Impactkrater auf der Erde, die bisher nachgewiesen wurden. Das sind aber die größeren Objekte, die etwas seltener auftauchen, alle vielleicht ein paar tausend Jahre bis Millionen Jahre. Aber wie schaut es mit den kleineren aus, diese Airbursts, die in der Atmosphäre passieren? Nun, hier gibt es viel, viel mehr. Hier haben wir in einem Zeitraum von 1988 bis 2018, also ungefähr 30 Jahre, die Aufzeichnungen, welche Explosionen aus dem Weltall kommen, sozusagen über der Erde abgelaufen sind. Und da sieht man, dass die erstens über der gesamten Welt gleich verteilt sind und zweitens, dass es eine ganze Menge davon gibt. Die meisten hat glücklicherweise über Wasser. Wir sehen hier Tscheljabinsk, einer der größten, aber dann war auch etwas später, das ist hier noch nicht drauf, nämlich im Jahr, glaube ich, 2019 war das, über der Beringstraße ein weiterer ähnlich großer Explosion. Also diese Dinge stammen von Objekten, deren Bahnen wir nicht kennen, die aber trotzdem enorme Zerstörungen auslösen können. Jetzt gibt es natürlich Beobachtungen von kleinen Meteoriten, von Explosionen in der Atmosphäre. Hier zum Beispiel 1492 Ensisheim in historischen Darstellungen, einer der ersten großen Steinmeteorite, der beobachtet wurde, ist ein Fall beobachtet wurde, bis halt hin zu Dingen, die man auch aus dem Naturhistorischen Museum kennt. Der Hashina-Meteorit beispielsweise, auch hier in zeitgenössischen Darstellungen gezeigt. Man sollte vielleicht noch kurz darauf hinweisen, wie die Terminologie ist. Ein Objekt, das sich außerhalb der Erdatmosphäre befindet, eine Art kleiner Asteroid, das wird Meteoroid genannt. Die Leuchterscheinung in der Atmosphäre ist ein Meteor und bleibt dann noch etwas übrig, das auf den Boden fällt, dann ist es ein Meteorit, ist aber dreimal das gleiche Objekt. Wir versuchen also jetzt mit, und das wird eben das Thema, das einzige Bild, das ich jetzt dazu zeige, aus solchen Beobachtungen von, hier sehen Sie eine Kamera, Fischaugenkamera aus dem Fribon-Netzwerk, das jetzt dann gleich genauer vorgestellt wird im nächsten Vortrag. In diesem Fall ein bisschen Wolken, aber man sieht doch am Rande einen Meteor.
unten links ein besonders großer Feuerball aus dem Jahr 2020. Leider wurde aufgrund ungenügender Beobachtungen, aber auch der sehr schwierigen Landschaftsverhältnisse bisher kein Meteorit gefunden, obwohl wahrscheinlich was übrig geblieben ist. Aber was man jetzt versucht, ist eben, wie schon erwähnt, den unteren Teil dieser Verteilungsskala zwischen Häufigkeit und wie oft etwas sozusagen passiert und der Größe der Objekte genauer zu definieren, weil das hilft uns auch zu verstehen, wie viele Objekte, die uns potenziell gefährlich werden, gibt es denn da draußen. Und dass es eine ganze Menge Objekte gibt, zeigt auch dieses Diagramm. Das zeigt, wie viele Kleinplaneten, Asteroiden sozusagen entdeckt werden, in diesem Fall zwischen dem Jahr 2000, dem Jahr 20, also 21 sogar, relativ rezent. Sie sehen, es gibt eine ziemlich große Anzahl an Objekten, die hier praktisch dauernd neu dazu gefunden werden. Und das sind solche, die der Erde potenziell gefährlich werden können. Auch die ESA und die NASA sind hier involviert. Hier sehen Sie sozusagen die Größe der Objekte von der Hiroshima-Atombombe über Tscheljabinsk, über Tunguska und so weiter bis zu größeren Objekten. Und man versucht eben hier nachzuweisen, wie viele gibt es denn da draußen. Und dass das Ganze nicht ganz von der Hand zu weisen ist, es gab vor kurzem eine Planetary Defense Conference, die hätte in Wien physisch stattfinden sollen, wurde aber dann ins Internet verlegt. Und da war es sozusagen als Rechenbeispiel die Entdeckung eines gefährlichen Asteroiden. Und am Anfang weiß man nur, dieses Gebiet hier irgendwo in dieser Gegend wird das Ding vermutlich einschlagen. Und nach vielen, vielen weiteren Beobachtungen ist dann klar, okay, hier würde es einschlagen. In dem Fall war das die Grenze irgendwo zwischen Österreich, Deutschland und der Tschechischen Republik. Das ist natürlich jetzt nur ein Beispiel, ein Rechenbeispiel, aber solche Dinge können jederzeit, wie eben Tunguska zeigt, wie eben Tscheljabinsk zeigt, aus heiterem Himmel auf uns kommen. Und hier noch einmal der Asteroid Day, sehen Sie sich auch noch an, was es dort auf dieser Webseite zu sehen gibt. Und damit bin ich am Ende und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und wir hätten jetzt noch ungefähr 2 Minuten für Fragen, sollte es irgendeine dringende Frage geben. Ich glaube, Sie können sich melden und auch freigeschaltet werden oder aber Sie können bei den Fragen und Antworten im Webinar sozusagen etwas hineinschreiben. So, danke. Und gibt es irgendwelche Fragen? Ich sehe, es gibt eine Frage an unsere Technik. Kann man das freischalten oder wird das über den Chat? Okay, wann spricht man von Boliden, ist die Frage. Nein, das ist einfach eine Frage der Terminologie. Das ist praktisch das Gleiche wie ein großer Meteoroid, der die Erdatmosphäre trifft, so was wie ein großer Meteor, dann sagt man meistens Boliden. Die Sprache ist hier, je nachdem, wer die Worte verwendet, etwas nicht präzise. Manchmal sagt man auch, es gibt, also im Englischen sagt man Bolide Impact, das ist nicht ganz richtig. Bolides sind meistens nur die Dinge, die noch in der Atmosphäre sich befinden, bevor sie auftreffen. Gibt es irgendwo weitere Fragen? Sehe jetzt hier nichts. Gut, wir haben noch ungefähr 1,5 Minuten bis zum nächsten Vortrag. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, Sie können ja auch jederzeit dann noch später im Rahmen der Diskussionsrunde auch die Fragen stellen. Ja, dann okay, hier gibt es eine Frage. Wie kann man die Größe des Meteoriten aus dem Krater abschätzen? Das gibt es eigentlich nur aufgrund der experimentell durch zum Beispiel Explosionen nachgewiesenen Zusammenhänge, die man dann umsetzt. Die Größe des Kraters, wie gesagt, ist ungefähr 15 bis 20 Mal so groß wie das einschlagende Objekt. Genau hängt das natürlich ab von der Geschwindigkeit des Einschlages und vom Winkel des Einschlages. Das Problem ist, glücklicherweise war bei den meisten Einschlägen oder bei allen Einschlägen, die wir kennen, niemand dabei. Und daher kennen wir weder den Winkel noch
auch die Geschwindigkeit wirklich gut. Man muss also sich mit Abschätzungen behelfen. Das Ganze kann natürlich bis zu einem Faktor 2 auch noch schwanken. Und diese Zahlen, die wir hier angeben, wenn wir sagen, das Objekt war vielleicht ein Kilometer im Durchmesser oder so, sind natürlich nur Schätzungen. Etwas genauer wissen wir das vielleicht bei dem Einschlag am Ende der Kreidezeit, weil hier auch sehr viele Ablagerungen weltweit vorhanden sind und man hier sozusagen zusammenrechnen kann, wie viel Material vorhanden ist und daraus auch die Größe des Asteroiden abschätzen kann. Aber all das ist immer wieder mit ungefähr 20-30% Unsicherheit behaftet. Es macht natürlich, das ist die nächste Frage, die ich hier sehe, auch einen Unterschied, ob es Stein- oder Eisenmeteorite sind, weil sie eine unterschiedliche Dichte haben. Natürlich wiegt ein Eisenmeteorit mehr und hat daher eine größere Impaktenergie bei gleicher Größe als ein Steinmeteorit. So, damit haben wir also die Zeit wunderbar ausgefüllt. Und ich komme jetzt zur Vorstellung des nächsten Vortrages. I'll be switching to English now, because our next speaker is Professor Brigitte Zander. She is currently president of the Meteoritical Society, which is an international organization that unites researchers, amateurs, collectors of meteorites. She is also affiliated, or her main affiliation is the Natural History Museum in Paris, where she is a scientist at the Institute of Mineralogy, Physics and Materials and Cosmochemistry. Her main focus of research is the study of primitive meteorites. To tell us something about the early times of the solar system, but she also works on meteorites that came from Mars. She has been for a long time the curator of the French National Meteorite Collection and is very much involved in outreach. And also she is one of the people who is in charge of this Fripon network, which we're going to hear a lot more about. Thank you, Brigitte, for coming from Paris. We're looking forward to your presentation. Thank you very much, Christian. I want to apologize to everyone for speaking into English. If I were to speak German, I think you'd be even more scared than if you actually saw a meteorite. So today I'm going to talk about this Fripon network, which we designed in France originally, and which is now being extended in Europe to observe meteorites that fall on the ground and try to determine where they have fallen and try to recover them through the VGCL program, which I'll talk also about briefly. First, I want to come back on what Christian talked about, that is the fall of the NCSI meteorite back in 1492. At the time, nobody questioned the fall of meteorites. People just saw them fall and they were scared. Presumably the associated... Presumably they associated the meteor, what they saw in like a very, very bright meteor in the sky, with the stone that they saw in the end. But basically they were just scared, and either they thought that was a good omen, which was the case of this picture from the NCSI meteorite at the top, or else at the bottom here, they've reproduced the same image, but they've interpreted the meteorite as a bad omen. And they've designed all kinds of things. For example, there's a bird that dies here. There's a dog that hides. There's an owl on the church, just to let you know that this meteorite was a bad omen. So that's all in the early days. People just saw these and they interpreted them as something magic, and they didn't worry about science. But when scientists started questioning all the magic things that people were seeing, they found all kinds of objects which they decided had not fallen from the sky, like, for example, fossils or old tools. So they discounted the idea that objects could fall from the sky. And for a very, very long time, for a few hundred years, people just did not think meteorites or objects could fall from the sky. And things only started to change at the turn
turn of the 19th century, originally with the hypothesis of Chladni, who was a physicist, and who was the first to say, we have similar description in very, very different places, very, very different centuries. They always tell the same story when objects fall, so that there has to be a real phenomenon in there, and we have no argument to discount that. But things really changed with the entrance of the chemistry, when two people in England, a French mineralogist that had emigrated because of the French Revolution, and an English chemist, starting analyzing several meteorites, and they found one thing in common into all these objects: they all contain metal. And you must know that in rocks that you find at the surface of the earth, there is never any metal. There is iron in the rocks, but it's associated to oxygen. It doesn't make metal grains like you see in all these meteorites here. So they found this similarity, and not only was there iron in metallic form, but also it contained nickel, which was an element that had been newly discovered. So at the time, they decided that there was really something in these fairy tales, that objects were actually falling from the sky. And things totally changed in 1803 with the fall of the L'Aigle meteorite, where the French Academy dispatched Jean-Baptiste Biot, who was a physicist in Normandy. And he collected many stones, he reconstructed the ellipse of the fall, and he made a report to the French Academy. And from then on, scientists in Europe started being convinced of the origin of meteorites in Europe. Not everybody was convinced. I could not resist to show you this because I think it's quite funny. This is the president of the United States, and he states, "I find nothing surprising in the raining of stones in France, nor yet had they been millstones. There are in France more real philosophers than in any country on earth, but there are also a greater proportion of pseudo-philosophers there. The reason is that the exuberant imagination of a Frenchman gives him a greater facility of writing and runs away with his judgment unless he has a good stock of it. It even creates facts for him which never happened, and he tells them with good faith." So not everybody was convinced, and I rather like this quotation, and it shows in which estimation the French scientists were held at the time in other countries. The reason I came back on all these stories is it's only at the turn of the 19th century that meteorites were recognized as objects of science and started being collected. So here is the situation with the French meteorites and the ones that were collected, and there is only a few that date back from before the 19th century. Here you have all the falls that were observed, all the meteorites were observed to fall and that were recovered and are kept presently in our collections, some of them here in Vienna, actually. And you can see that in the 19th century, there were 45 meteorites observed to fall and only 9 in the 20th century. Obviously, this is not because fewer meteorites fall nowadays than there were at the time, but people no longer live outside. They don't see the fireballs at night, and they don't observe the meteorites that are falling on the ground. In fact, even if you look at the 19th century, the meteorites are not distributed evenly. You may not know the geography of France very well, but the meteorites are all found in the valley of the main rivers. This is the Loire and the Seine here, and this is the Rhône Valley, and this is the valley of the Garonne. And in the highlands, the Alps or the central Massif Central, there are few meteorites only because there are few people to see them and find them. So when we realized that we were finding nowadays 5 times fewer meteorites than we were in the past, we decided that we should do something about it. And this is how the Fripon and Vigiciel project came into being. The aim of the Fripon network is to observe meteorite falls and reconstruct their orbits. That is, where did they come from and their trajectories? It is, where do they fall in the end? And the aim of the VGCL project is to involve the public in the search for meteorites in the field, as they always did in the past.
So the Freeform project is conceived as a research project. It's mostly academic people, but it also aims at involving the general public in scientific research related to planetology. And in the VGCL project aims to developing protocols so that people can actually participate in scientific research. And I'll come back on this later on. So that means we also have to develop educational tools so that the public can be trained to identify meteorites. And we also have to set up an animated network of partners all over France at present so that they can educate the people. So let's come back to what happens when a meteorite falls. It is a small body that is coming back from out from somewhere beyond the orbit of the Earth, perhaps Jupiter, and it depends, and this will be discussed later. And it encounters the trajectory of the Earth, and we are really interested in what happens in the last section. This is when the body enters the atmosphere, and at first the atmosphere is not dense at all, but as the object penetrates further and further in the atmosphere, it sees a denser and denser atmosphere, and it compresses this atmosphere, and then it lights up because the air is so compressed that it heats up violently, becomes a plasma, and this is what shines. And at the end of the trajectory, the object is slowed down so much that the plasma will no longer function. So this is what our cameras are trying to observe, this section of the trajectory when the object is actually shining. It lights up somewhere around 100 kilometers height, and it turns off somewhere like 20 kilometers in height. And the last section of the trajectory, I'm sorry, a few words are in French in this diagram. The last section of the trajectory, the object is no longer governed by its speed. So it's just falling down in free fall, and then it's submitted to the wind, and it may be deported quite a long distance. It could be like 5-10 kilometers. So we really have to take into account those winds when we calculate the trajectory, because when you're looking for a stone, which is, let's say, the size of an orange or even less, an apricot, and it's been deported by 5-10 kilometers and you're looking in the wrong place, clearly you cannot find it. So we observe this section of the trajectory, we reconstruct the orbit further up, and we determine where the object might have fallen in the end. This is the situation in Europe when we started the project back in 2001. This is all the cameras that existed that were conceived to observe meteors, fireballs, that is all sky cameras. There was many, many meteor cameras in addition, but with much smaller angle, which were really determined to, designed to study a trajectory of one single meteor very precisely, but they didn't watch the whole sky like the all sky cameras do. There was some in Northern Europe, there was some in Eastern Europe, there was some in Spain, there was not a single one in France. And so that's the first one that we installed at the Pic du Midi, which is in the Pyrenees. And now we've installed many, many more. And this is the current extension of the network, where we have 210 stations that are deployed, about 100 in France, and then many, many in Italy, a few in Romania, and presently one in Vienna. And of course, in the next new years, we plan to extend this network more in Europe. So how does it work? You have an outside camera, which is pictured here. And inside, you've got a computer, which downloads the data from the camera. And both are connected through a remote-driven switch. And that's really important because it isolates the network. It allows us to monitor the cable from a distance. And also brings the power to the camera. And then all the data that comes out from this structure is transferred to two computers, one
to two sets of computers in Marseille and in Paris. We have large servers for data storage. And basically per year, we transfer about 30 terabytes of data. How does it work? The camera is monitoring the sky constantly with the video, about 15 images per second. But every 5-10 minutes, we have a long pause of the camera because this allows us to have a much, much better precision of the image of the sky. And that is needed so that we know where the actual object is. Compared to the stars in the sky. So we have long pauses every 5-10 minutes on each camera, and they're distributed at random so that they don't fall at the same time on two neighboring cameras. And then we record events with the camera. And then we record events with the camera. I've shown you what happens when we have a single camera which records the event, but obviously most of the time when we have very, very big fireballs, they are observed by several cameras, and we have a multiple event. As when there is more than three cameras that record an event at the same time, and they are located not too far away from one another. This is the multiple events that we observed early in the time when the network was built, and you can see that there is at first the cameras are not very numerous, so we don't have many events, and then you've got big peaks which correspond to the main meteor showers here and there. We gather other data, not just visible data obtained with cameras. We put into the network, in particular, radio data. And also, we have started using meteor radar observation. And these will help us locate much more precisely where the meteorite may have fallen. I'm now going to show you the first results that we obtained with this network. This is an event that took place in October 2018 and was observed by 12 cameras. And each camera, and that this is a static image of what each camera saw, but you have a few videos here. So this is what an event looks like, and it's seen by many cameras, and we have to reconstruct where the position of the fireball is from these images. And this is what we've done here. We've reconstructed where the object came from, and we can see that this object came from very far beyond the orbit of Neptune, very far in the solar system, and also that it was not in the ecliptic plane where all the planets are presently turning, but it was coming from a different angle. This is the trajectory as projected on a Google Map image. And we can actually compare it with observations obtained from another network, the CAMS network, which is located mostly in Belgium. And you can see that the trajectories are not very, very different. They don't look very, very different on those maps, but they are different in reality in terms of looking for a meteorite. And this is shown in these parameters that we calculated. You can see we obtain very, very similar speeds, around 69 kilometers per second for the initial speed of the object, but the semi-major axis is very large in our case, but was infinite in case of the CAMS network, meaning that their data did not converge, so they could not determine a proper ellipse where the object came from. And that also shows in the eccentricity, which means how flat the ellipse is, how elongated the ellipse is, and you can see we have a very, very high eccentricity in this case, but the eccentricity computed by CAMS is above one, which means also that these things did not converge. So that shows that Fripon is now fairly precise in terms of the data it acquires.
And then based on this data, we monitor, based on our observations, we can monitor the magnitude of the object as a function of the altitude. And you can see it at high altitude, that is at the left of this diagram, when it starts, when the plasma starts lighting gradually. And then it goes very, very, very high, stays at a plateau, that is when the object is most luminous, and then it will turn off at the objects as the objects gradually slowed down. And we also estimated speed. These are the observations, the dark points, the dark dots are the observations, but we fit them by a model, which is the line in red. And this model of ablation and slowing down gives us the initial velocity, not of re-entry, but of entry into the atmosphere, and gives us a braking parameter at high altitude. And that allows us to compute an estimate of the initial mass of the object that fell, that met the Earth atmosphere. It also gives us how much, it also tells us, not very precisely, but it also tells us how much the object is ablated. That means how much mass it loses when it crosses the atmosphere. So that tells us an estimate of what is the final mass of the object when it falls on the ground. And it tells us also how much energy is liberated by the meteorite as it hits the atmosphere. A summary of all the results that we've obtained so far. We've about 20 million of long exposure pictures, which we've all kept and which are all in our database. We've observed more than 8,000 multiple detections, almost 400,000 single detection. And we've really, that's what is really interesting. We've about 5,000 orbits observed so far, and we've determined 6 Thrun fields of meteorites. The data is made available in a database, and then so that's all the data that is made available to everyone. And we also have additional observations that are also made available. In particular, in radio, we have many, many interesting observations, which are new. In particular, at the upper left, you can see that the bola, that the head echo has fragmented. That means there are now several pieces of the meteorite that fell separately to the ground. There are also oscillation and all kinds of things that we're not presently capable to understand, but of course, we are trying to work on this. And this is all the observations in radio that we've made so far. In the center is the Graves military radar, which emits signals constantly, and which are detected when they reflect either on the head of the bolide or on its tail or on both. And this is a map of all the observations that we've made with the radio at this point. We were able to, here I'm showing you a map of the sky from underneath. And what is important to understand is when one sees a meteor, one has the impression that all the, a meteor shower, that all the bits of objects come from the same place. This is what we call the radiant. And it is similar to, this is because the Earth crosses a place where there are, where there is many, many, where there is a lot of dust. And that's the general impression. And that is because we're heading, like when you're driving a car into snow, you have the impression that all the snowflakes come from one direction. It is the same in this case. And so what's reported on this map is all the points where the meteor seem to arrive. And you can see there are many, many colored dots where we have many points. And these are all the meteor showers that were observed. They correspond to the meteor showers that we all know, like the Leonids, the Geminids, the Lyrids, and so on, which each correspond to a different comet. And we can see that in the in this histogram, where we've got in red the sporadic fireballs that we observe, and then there are big peaks that correspond to the meteor showers that are very, very well known. So of course we are interested in the meteor showers, but we do know where the objects come from, but the sporadic fireballs we know very much less about, so that this is the ones that we work mostly on. Now, some words about the efficiency of the network. This is the number of objects as a function of the magnitude. I should have said that earlier. The magnitude is how bright
the object is in the sky, how bright does it need to be seen? For the static images, when you have a long pause, a 5 or 10 second pause, an object as bright as the Vega star, we can observe. But when it is a fireball that moves, then we only have the video pictures, then we need something to be much brighter. And the magnitude has that it goes, as the number goes down, it means the brightness increases. So we have to have a bolide that's at least as bright as Venus or more. So this is the objects that we were able to observe, and we can translate that into a flux. And in fact, this is the area that Fripon covers the objects between, let's say, 1 centimeter, 1 meter. So somewhere between the planetary observations with the telescopes and the meteor cameras that look at much, much smaller areas in the sky. If we can compare it to other fireball networks, one in Canada and one in Japan, and you can see that the Fripon network is rather more efficient, less efficient in the big objects, and more efficient in the area of the small objects. Meteorite recovery efficiency. Well, to be able to find meteorites in the ground in the old days, people were finding meteorites. So this is why we designed the Figiciel network to find freshly fallen meteorites. The objective of Vigiciel is to also allow to collect data on the flux of extraterrestrial matter. And it relies on a diversity of partners, professionals, amateurs, academics, and we really try to be interdisciplinary, and we also try to build a network that supports and relay the project. I'll go on this. So this is the Fripon network in France, and this is the outreach network that we have connected with that are helping us with this project. And this is a meeting in Paris. And we provide these people who help us with pedagogic kits that are distributed throughout France. These are suitcases which contain a whole variety of rocks, including meteorites, impact, terrestrial rocks, thin sections, the tools to observe them, and things to do measurements. And we train our partners to train people to look for meteorites. We have exhibits which they are provided with. And we've defined 3 protocols in Fripon. One is people are allowed to observe meteors and report meteors, which is a collaboration with the American Meteor Society. Of course, the center of the project is looking for meteorites, but we also, these are sporadic phenomena, so people, we don't know who will be involved when, but we also give a chance to people to look for craters online. We have a program which is called VigiCrater, which allows them to look for images of crater online. So reporting a bolide, this is a collaboration with the American Meteor Society, is very easy. This is the form in French. It exists in all kinds of languages, but we share it only in English. And this is the observation that were made by different people of the meteorite that I was talking about earlier, for which I showed this trajectory. And you can see there isn't a huge difference in what comes out of the observations of the public. It is not sufficient to search for a meteorite on the ground, but it exists. Very, very briefly, the program that allows you to look for craters online uses shaded relief images, and people circle those images, and then they identify structures that can be looked into, and they vote to decide whether the structure may or may not be a crater. And if some depression somewhere has a very high chance of being a crater, then it gets investigated further. And last, searching for a meteorite on the ground. This may look easy, it is not. This is last week in the south of France. We did not find the meteorite.
Just for a reminder, roughly, we estimate based on the rates of meteorite recovery in France in the 19th century, about one meteorite per year per million square kilometers. We've observed more potential meteorite droppers presently with our network. But the median mass that we are looking at is much, much smaller than the median mass of the meteorites that were found in the 19th century. So far, we've actually observed and discovered two meteorites, one that was observed by many people in Italy, but also by our network, calculated, and this was found by our partner network, the PRISMA Italian network. And more recently, we had a fall in Great Britain, which was observed by the cameras in Great Britain. Many, many people in Great Britain, and this is what you can see is the remaining trail that was visible. And we calculated the area of the fall. This is a detailed result of the dark flight calculation results. And in pink are all the places where the masses of meteorites were found. And this is the meteorite that fell on the driveway. You can see it's really pulverized. And this is one of the nicest objects that was found here during this event. This is a carbonaceous meteorite in addition. It's very interesting, it's very precious. So it's the second recovery with the help of Fripon Camera. Thank you for your attention. Thank you very much, Brigitte, for the very interesting and comprehensive presentation. Now, we basically are right on time, but if there is one quick and urgent question, we can take it. Otherwise, I would refer to the discussion period at the end. Do we have any urgent question? I can't see anything right now, so I'll be talking about or introducing our next speaker here, who is Dr. Ludovic Ferrier. He is currently studied petrography, mineralogy, meteorites, cosmochemistry, et cetera, in France and in Austria, has done a PhD on studies of the Bazumpi impact crater in Ghana, and has been working in Canada as well at the University of Western Ontario. And since 2011, he is now curator in Vienna. Ludovic will be talking about the meteor cameras in Austria and the recovery of meteorites. So Ludovic, please. Thank you very much, Christian, for the nice introduction. I'm very happy to be here today. I would like to wish you all a very happy Asteroid Day. Basically, I would like also to thank the Academy of Science for the opportunity to speak today, and also for supporting some of the cameras that I'm going to talk about. Here in this introduction slide, you can see some overview pictures on the lower right part, the meteorite hole that I will introduce quickly before to move on to the Fripon camera. You can see also a camera that is installed on the roof of the museum, and also quite nice capture of a meteor that is to be seen. As already mentioned by Professor Koebel, I am main curator of the collection of meteorites for now a few years, and also in charge of the impactite collection. Vienna is quite famous for its meteorite collection because we have not only the oldest meteorite collection in the world, starting in 1778, but also the world's largest meteorite collection to be seen. Basically, we show more than 1,100 meteorites in the meteorite hall of the Natural History Museum Vienna, and I'm happy to welcoming you there right now. It's a quite good time because there is not so many tourists, so you can enjoy all this meteorite for yourself. There is many different meteorites that are represented, more than 2,550, all of them telling us histories and telling us more about the solar system in general.
Here I'm just presenting an overview of the curators that have been in charge after each other since the starting of this collection. And basically what I want to say here is that there is a lot of historical information and scientific information to be derived from this meteorite and this collection. It's very important to cap these meteorites when they are recovered in museums and even in many museums, not in only one, for the future generation to be able to discover new things, because technology is evolving with time and what was not possible decades ago may be possible in the near future. Here I'm going to tell you about a finding piece, the Rashina meteorite that fell on the 26th of May 1751. Just a few weeks ago, we were celebrating the 270 years of this fall. It's one of the most earlier documented fall of a meteorite. And here on this slide, I'm showing the main mass of the meteorite that is slightly below 40 kilo, very nicely preserved with the fusion crust that formed during the entry in the atmosphere. And next to it, there is two images, scans of the original description and drawings and all the details, descriptions that were reported on that time. This date back from 1751. Why I'm telling you that today is that already at that time there were quite interesting description. And if you are in Vienna, or if you have the chance to come in Vienna in the next few days, we are currently a special small temporary installation at the museum that will be on until the 5th of July, where we show for the first time for one of these two original report of the description of meteorite of this fall from 1751. This is only a few more days to be seen. It's presented together with an artwork, because these days meteorite is a so fascinating artist, and it's quite a unique occasion to see this installation if you are passing by Vienna. In meteorites, meteorite in Austria, as you see on this map, there is not that many compared to the slides before by Brigitte Zandar in France. First of all, Austria is much smaller than France. And here I don't split in different centuries, because basically we are seven meteorites that are recognized on this map. And basically one of them was seen falling in the 18th century, exactly on the 20th of November 1768, and then nothing until the 20th century, where we have three meteorites that have been seen falling in 1905, 1925, 1932. You see on this map, the distribution is quite random. And there is also three meteorites that have been found, meaning that they have not been seen falling. We don't know exactly when they reached the ground. They were discovered later on. One was found in 1877, Mulot. One in 1976, Ischgl meteorite that was found at that time, but recognized only to be a meteorite in 2008. And another one that is here is the Ipsitz meteorite, number 5 on the map, that was discovered in 1977. And that is so far the last one confirmed meteorites to have been described in Austria. I indicate here another one with a red dot, because sometimes we see claims that there is 8 meteorites recovered from Austria. This is the Neuschwanstein meteorite that fell on the 6th of April 2002, and that was falling at the border. Most of the masses were found in Germany, and only one, as far as I know, in Austria territory, and it's officially recognized as a German meteorite. Basically, this is the Meteorological Society database where all officially recognized meteorites are listed. It's freely accessible on this website, this database. And currently there is about 65,000-66,000 meteorites that have been recognized, meaning that for Austria with 7, we are not the main place on Earth to look for meteorites. But again, if you don't look, you don't see anything. And it's all what is about in the case of the Freeport Austria network that I'm going to tell you about. This basically represents the record of meteorite for the last 250 years. And as you can see from the number, there is really missing thing there, and what motivates us as well, even probably more than in the case of France, to initiate or to extend this network of camera over the territory of Austria.
Yeah, I'm just showing you one of these meteorites. If you really want to know more about those and see them, basically you are more than welcome at the museum where we have a dedicated display of the Austrian meteorite with very impressive pieces, in many cases the main mass of these seven meteorites known for Austria. Yeah, I just wanted to mention the Moerkirchen meteorite, sorry again for the bad pronunciation. Here there is two of the main pieces we have in the collection. And on the right side, on the slide, you can see a drawing from that time where people basically report on the fall of this meteorite. So it was something that was already observed also in Austria in the 18th century. If Moerkirchen interests you, a few years back, one of our next speakers of today, Herbert Raab and a colleague, published a nice overview or summary paper on all this Moerkirchen meteorite that was basically observed. People have heard detonation. It's a quite the first nicely described event in Austria and a very early one at the scale of the Earth, basically, in this time. Again, this map, just for those that are not familiar, there is still quite places where nothing has been found. And this is possibly due also to the fact that most people around us don't know what to look for. That's why it's a lot of training to be done, because like the Ipsit meteorite, the last one to have been recovered was recovered by a geologist. That's why it's somebody that have basic knowledge on it. But many people encounter strange rocks, and we are still missing the information for them to recognize this stone as meteorite. As mentioned early on, meteorites have been seen falling for a very long, long time. As you can see on this sketch, basically not as many, except if you are in the case of a very nice meteorite shower. But what we were very interested when this project started to develop in France back in 2015, if I'm correct, we were in discussion together because of the French connection, as you recognize probably from my pronunciation. I'm French originally, and we were very interested to have one camera in the very early time. I think it was one of the first one to be installed on the roof of the museum outside of France in 2015. Yeah, there is a really nice paper. Brigitte didn't mention it, but I really recommend you to look at this link. It's freely available on the internet. You will have a very nice overview of all what Brigitte presented, nice figures of basically the status of the Freeport network back a year ago. And why I'm showing you that here as well, here is the full list of fossils of the first page. It's really a work that is done with many people, many expertise. We are really in a need of people, times, and idea and so on. It's a really collaborative project, and this is what makes this very interesting these days, to put together competencies and to reach some interesting goals. There is also a very nice website that has been released recently. It's still not complete. Why I'm mentioning that is if you go there right now, you see there's countries there. You can find out things about the French network. The Austrian network page is to be done. We are working on it, but so far we have one camera. That's why there is not much to be said. But this platform is going to develop further in the next months. That's why I recommend you to have a look at it. It's in English, and it's where all the information on Freeport network can be found. This is back to the future. Basically, here we are back in 2015. It was quite a hot day. I think the people that are on the roof there can remember, and in the audience, three of them are here. On this image on the roof, it was for the installation of the Freeport, the first Freeport camera, fisheye camera on the roof of the Natural History Museum. You may recognize from the right side at the time, Professor Koebel, that was general director of the museum and initiating this project together with the four PIs of the Freeport camera and radar antenna network, the ambassador of France at the time, and myself. You see one of these cameras, they all look the same, and Brigitte did not mention there is not much work to be done on them since it was installed in 2015. We had nothing to do, basically. It was continuously running. Only the computer, of course, may sometime have some problems, but nothing big. And we had to clean the cupola, the upper part, the hemisphere from time to time, but not something really time consuming.
We have also on the roof of the museum also a radar antenna. Basically, I don't know if you see it. It's quite difficult to see, take a picture of an antenna. It's over there. Basically, this is one of the Fripon radar antennas that Brigitte mentioned as well, that use the military radar graves in Dijon that emit a signal at high frequency. And when meteors or shooting stars enter the atmosphere, ionizing the air, there is a scattering. And with the antenna on the roof of the museum, we get the signal. This is typically the signal that you get. It's a radio echo. I will talk about that one later on, because the one that you see right now was recorded with an antenna on the roof of the museum. It's one of the two bolides seen over Austria that I will discuss at the end of my presentation. We also installed back a few years ago, it was in 2018, exactly this day, it was for Asteroid Day, we wanted to add on something for the general public, because the antenna that I just mentioned from the Fripon network is basically used for scientific activities. But we wanted to have something more for the public, basically, that can be seen 24 hours a day. It's why we installed this camera on the roof of the museum using the same principle, this grave radar in France, and we installed in a station in the mitrite hall of the museum with all this information related to this event that took place, the mitrite shower and so on, the meteor shower and so on. Basically, in the mitrite hall, you can listen and see this event happening live. And we have even a YouTube channel where you can see it from home. Why I all the time say you can, of course, look at shooting stars with your eyes, but you have to be in a place with not so much light pollution, what can be a problem. And you need to have no clouds, nice weather. You have the problem of mosquitoes in some places, where here from home, you can see all day long this event taking place. And I was quite impressed to show this to people that saw their first shooting star basically on this YouTube channel. Sadly, I would have preferred them to see them live in the sky, but yeah, it's a way to touch people that probably will have never looked the sky before, and hopefully they will look at it later on. Basically, on the link that is there, you will find a lot of the information that I just mentioned, and also a link to the YouTube channel where you can attend these things. This was back in 2018. It's still running. And as you probably have noticed on the lower right part, this screenshot I captured it this morning. Basically, on this, you see the time. It's why this was earlier today, an event that took place around 9:38. If it would have been night over Germany, because this is something that happened over Germany, the antenna being located on the roof of the museum in Vienna and the emitting source, the radar in France. This was a small shooting star, basically, that nobody noticed because it was daytime, but I capture it on our YouTube channel, basically. Here now, I'm showing you a video of the YouTube channel. Basically, it's a record from 2018. I don't show you you don't hear anything, but just the image in this case. If you go online, you will hear also the things. You have the time that is, I have to start again the video. Wrong button. Here, basically, what you see on the left side is the time that is going down, basically, showing you that it's going this direction. In the middle part, you have this frequency of 143 megahertz. And here you see a detection going on. This is basically a tiny grain that is consumed in the atmosphere. Nothing reached the ground, but it's witnessed live on this YouTube channel. Hello. Yeah, now the Fripon camera, as I mentioned, we have only one in Austria so far on the roof of the museum. This is how it looked like. And on the right side, it's a capture that Brigitte mentioned earlier that are refreshed every 10, 15 minutes or so. You have the link where you can access this image. Basically, if you're not in Vienna, you can find out what is the weather looking like. And this is also a capture that I recorded this morning in the early morning. It was quite sunny and cloudy. You can
see such a thing. So what I mean here is that this camera that are basically mainly used to track fireball or shooting stars can also be used for other purposes. And is why we have this collaboration initiation with ZAMG here in Austria to probably develop some other interesting aspect of what the data can be used for. Now, two other images to capture. In this case, there is as well clouds, because in Vienna, this can be a problem. We have quite a lot of clouds. But in this case, we also detected meteors. On the left side, you probably not see easily the fireball. It's over there next to the antenna that we can see on this image. On the lower part, you see the cupola of the museum. On the upper part of this image, you see the moon. And this was detected basically by our camera in 2018. Nothing was done in this case because we have only one camera. It's why we need several camera to be able to track down if something made it to the ground, as detailed by Professor Zander just before. And if we want to calculate the orbit, we need also several camera, what we could not do in this case. On the right side, you have another nice event that was recorded in 2015. It's quite obvious in the middle of this image over there. Just showing you that even people may think that Vienna is quite too bright in the night, it does not disturb so much the recorder for a camera. It's why in this case, the light pollution does not bother so much for such a bright event that we are looking at. What about other camera? As I say, there is only one of the three point network so far installed, but there is other networks that have camera in Austria. There is one of them from the European Fireball Network. Basically, it's claimed to be the oldest continuous fireball networks. It's located in Czech Republic. It's coordinated right now by Pavel Spurny. And there is one of their camera that is located in Niederösterreich in Martinsberg. It's quite a big camera compared to what we were talking about. The three-point camera is about 1,500 to 2,000 euro together with the computer. In this case, the new systems is about 50,000 euro. It's why it's not something that you can install or buy with your coffee money. Basically, this camera in Austria and with their network, they claim that they cover the full Austria. It's why they are probably able to calculate not only the orbit, but also so a place where things have been falling. But one of the problems of this network is that they are not interested to collaborate or to share any data. It's why we are not able to work with them. The other network that is much more recent, from 2018, basically it started with German peoples. It's an amateurs network. And why I'm going to tell you a little bit more about it is because we are planning to install one camera, hopefully on the roof of the museum or in Vienna, depending of what is going to the decision to be taken in the next few months. It's part of the AllSky 7 camera. The idea is to combine these different network. Brigitte mentioned earlier on that for the case of the recent UK meteorites, they have been combining different network data. And this is now the good way to go, I would say. And is why we want to also collaborate with this network and install a second camera on the roof of the museum. The website is quite nice. I will just go with you through a few slides to show you what this network is about. It's mainly located in Germany. Basically, these are cameras that are run by amateurs. It's why people that have a little bit of money, not so much, because the camera is less than 1,000 euro. I don't remember exactly the number right now, but it's quite cheap altogether. They have been installed over Germany, and they are starting to expand even in the UK and in Austria. And here you can see a close-up of Austria. There is already one camera of this network working, running in Salzburg. It's at the Vega Observatory Salzburg. It was installed in September 2020, or at least is running since then. And it's operated by Michael Demker. For the rest of Austria, you can see two other... two other...
implant camera. This one, I don't know exactly. It's in a small village. I don't know the guy that want to install this one. And you see in Vienna, there is already one spot there because they have really been interested to have one on the roof of the museum. Also to be able to compare and to use the Fripon camera data to compile all that. This is a camera how it look like. It's not the same at all technologies and the Fripon camera. There is 7 cameras that are in this dome and that are filming in different direction. All the details are on the website. And what is very interesting is they have a quite nice library where you can access all the multi-detection and see the images very easily online. It's quite more advanced. So I think Fripon is going in this direction these days, but it's quite quite a nice approach and way of showing the data and going through it. They also have record of the clouds and so on. So this is again very interesting for people that want to see the circulation of the clouds. Of course, all this type of data is also acquired by Fripon, but it's not so easily accessible yet as this one from the amateurs from the All Sky 7 Fireball Network. About Fripon Austria, because today this workshop is also in the framework of extending this Fripon Austria network. I mean, with one camera, I don't know if we can say that it's a network so far, but I'm happy to report today that we acquired 5 new camera. At least we order 5 new Fripon camera that should have been delivered for already some weeks or months. We expect now the delivery to be done at the end of July. This camera will be the basis of our network. Here on this map, you see red dots with names next to it. It's different places that we have identified where we think it would be nice to have one of these camera. It's included already a few sites from ZAMK because we hope to be able to install camera there, because there is also other data that is acquired at this station. And we are still looking for contact at these other places for installing a camera. And the idea is also probably to acquire more than these 5 cameras to cover all Austria. We would need at least a dozen of them if we want to properly cover the country, but it does not cost more if we have, it costs more, but it's better even if we have a few more camera, because sometimes you may have some clouds in one spot and not in the other one, or something is not functioning. That's why it would be interesting if people are interested to acquire such a camera. We also initiated, you would say, okay, since 2015, what have been going on? We have been implementing a few things. Brigitte mentioned that earlier, basically with the IMS and the International Meteor Organization, we have a dedicated page where people can report of a fireball. It's in this case all in German. It's dedicated for Austria, but it can be accessed for all other countries. People are interested to report on their fireball that they have seen in German. Basically, it's very easy and nice to use, and it's to be promoted, and you will see why I'm saying that in the next slides. This is basically on this platform. You can find out that today, this is a picture of today, 205 countries have been, basically people from 205 countries have been reporting on seeing fireballs. Altogether, it's over 232,000 reports. You see Austria is quite in a higher color, and here is I don't know why it's not cut. It's the table of the report. Basically, Austria is 11 in this case. We have close to 1,000 reports. The first one, of course, US, and then France is where the things have been promoted. And basically, this release of this platform for people in Austria to report their fireball observation was only released about a year ago, when this first network, this first fireball was seen over Austria during the first lockdown. What we have to do now, I have compiled some pictures from Brigitte's presentation or from the website of Fripon. We have still to do all these activities that they have been doing in France. In Austria, we have so far not done much, but we are planning that with colleagues of the museum. But we are very interested to have people, astronomers from every expertise, amateurs, to join us and to help us to team up, because there is a lot of work to be done. Basically, we'll not restart everything from scratch, because the French team did something and they are willing to support us. But we really hope to move on this activity in the next couple of months and years.
there, because it's nice to have this camera, but you need to be prepared in case something is to be searched. Time really matters in this case. You have to be ready to go in the field, if not in a minute, in a few hours or day, because each days of the meteorite on Earth, it's getting contaminated and altered, and it's not so good for some science to be done quite quickly after it's land on Earth. This is really a field that we hope people will be interested to support us in the next month and year. Something very important that we're also working on is the legislation on meteorite in Austria, because basically if a meteorite is falling on the ground, you would like, at least I would like, as curator of the National Collection of Meteorites at the museum, I would like to have a piece in the collection. And this is not always the case. For example, in the case of the Neuschwanstein meteorites, we have nothing in the collection, in the National Collection. This is very sad and unfortunate. That's why I am starting to draft a law, at least we are discussing things, to have a law in Austria, because meteorite for now, it can be described as a white spot on the map. There is basically nothing in the Austrian court case or law that mentioned meteorites. The only thing was the Neuschwanstein's case that basically end up nowhere, and there is nothing, no base for legislation in Austria so far. The idea would be, of course, not to be too repressive, because in some country, basically, if a meteorite falls somewhere, it belongs all to the states. This is probably not good. It's have to be, proportional. Also, the people recovering it or the people owning the land should probably get something at the end. That's why we are considering different cases. Basically, now with my last two slides, I want just to say something about the two big events that unfortunately happened last year. You may know that it was a lockdown. I say unfortunately, in a way, was more time available to follow up on that. But this happens on the 6th of April, 2020, in the early afternoon. A very bright fireball was seen over Austria. It was recorded by some amateur camera and also by AllSky7, who is one of the cameras. This is what you see in this ORF article. More than basically 900 people use our fireball report page that basically when this event was seen, and I started on the few hours after to hear about it, I immediately ran to the journalist to tell them that we have a dedicated page for people to report this fireball, because it was basically existing, but it was not online and promoted. And we had really a lot of people, 900 people reporting, allowing us to have a calculation of where the object may have fallen down. It was estimated to have fallen down not so far from Salzburg at the border between Germany and Austria. Probably Wolfgang is going to say something later on about this, because we work closely with them to see if the seismic data can help to constrain the area. Of course, at that time, our camera saw nothing because it was during daytime. And with one camera again, we would not have been able to make any calculation of triangulation. But we were able to record it with the radar antenna. This is the radio echo that we recorded, quite an impressive radio echo. And as also seen on the different video and photographs, it was really, really bright. We estimate that something reached the ground about the size of an egg probably, but it's a very high mountain area with forests. It's why the chance to find something there, it's very unlikely. There have been not much people looking as far as I know, because at the time of the lockdown, we were not able to go out there. That's why I've never been searching there. I know that a few private meteorite collector have been collecting, but nothing have been found as far as I know. The second case happened more recently. It was on November 19th, again, during the coronavirus period. In this case, it was in the night in this area, in the center east of Austria. There have been, again, quite a lot of report. Even it's happened really in the night. There was more than 100 people reporting on this event. The estimated area was determined by this report from Citizen Science, and it was also calculated by the colleagues from Czech Republic that estimated a strain field. Well, immediately when these data were released, we went there with a small team.
that you can see in the lower left image, but unlikely was snow the day after the fall, then if something made it to the ground, we estimated that something made it to the ground, it would have been directly covered by snow, what does not help much for the search. The big problem also there was that the area is densely forested and there is quite a lot of relief. It's why we basically found nothing. Even we have been spending quite some time to search, but also to inform the local people by distributing a pamphlet and also promoting it in the newspaper and so on. Basically, we failed to find a meteorite, but I think it's publicity for this things help for further other events that will happen in the future and for people to keep an eye open. And here we also had a nice echo radio with our three-point camera that was recorded, three-point antenna, sorry. And now I will end up with that, basically by saying that we really need your help and support. There is really a lot of things to be done. Brigitte did not mention the number of people that are involved in France for the Free Pont, but there is really a lot of numbers of people. Why we cannot do it alone here at the museum, or the few colleagues that are involved. It's why everyone with different expertise is welcome to help or support. Please send me an email if you are interested, basically saying that you have time or what you would like to do or contribute and so on. And we will keep in touch. And I will end up with this small sentence that I read in the newspaper a few days ago. Alles Gute kommt von oben. Thank you for your attention. Thank you very much, Ludovic, for this very comprehensive presentation. And by talking relatively fast, I guess you managed to only be 3 minutes overtime. Nevertheless, we can have a couple of questions before we take a short break. So if anybody has any questions, maybe I'll read a question in the meantime that came in now or a little bit earlier. There was a question about, it says, this is a technicality, but why do the cameras have to wait or shut down? There was something addressed to you, Brigitte, where it said that you mentioned that the cameras shut down randomly for some time. Why would that be? That is because the images that come out of the camera are not very precise. It's a video camera, one image every 15 images per second. So if you really want to know where the stars are and where the camera is located precisely in the sky, if the mast on which it is has moved a little bit or anything, you really need to have very, very frequent good images of the sky. So these pauses of the camera are precisely for that purpose, to calibrate the exact position of the camera on the stars. Thank you very much. So do we have any other questions for Ludovic maybe at this point? I'm watching if there's anything in the chat here or in the Q&A. I don't see anything yet. So maybe we'll take a short break now. We have 15 minutes of a break, and we will continue at 4 o'clock sharp with the next presentation by Wolfgang Lehnhardt auf Deutsch. Im Jahr 1996 habilitiert und war für längere Zeit Leiter des österreichischen Erdbebendienstes. Und so gesehen ist es eine sehr interessante Verbindung, dass er heute zu uns sprechen wird über Erdbeben der fünften Art, Signale von Meteoren an Erdbebenstationen. Wolf, bitte. Ja, vielen Dank für die Einleitung. Also ich hoffe, ich kann jetzt etwas zu diesem Magic Afternoon beitragen. Das Thema ist Erdbeben der fünften Art, Signale von Meteoren an Erdbebenstationen. Das würde man jetzt nicht glauben, dass man an Erdbebenstationen auch solche Meteore beobachten kann. Und deswegen habe ich mir gedacht, die erste Frage ist mal, warum die fünfte Art? Weil als erstes verstehen wir mal tektonische Erdbeben unter diesen Gruppen, unter der Gruppe der seismischen Ereignisse, dann vulkanische Erdbeben, dann Einsturzerdbeben oder auch Sinkholes manchmal genannt.
Und dann gibt es die induzierten Beben. Das ist so eine Art Spezialgebiet der Seismologie, womit ich mich eben ein paar Jahre, eigentlich bis heute, beschäftige. Und Meteore, das kam jetzt noch dazu, hat ein bisschen was mit Schallausbreitung in der Atmosphäre zu tun, aber auch mit dem, womit wir uns oft beschäftigen, mit Oberflächenwellen, die generiert werden können durch so ein Ereignis. Nun unterscheiden wir mal zwei Gruppen von seismischen Quellen. Zum einen die natürlichen Quellen und dann gibt es die induzierten Beben. Ich bespreche jetzt kurz die induzierten, damit Sie verstehen, warum das so wichtig ist. Sprengungen gehören dazu und Explosionen. Wie Sie wissen, sind das ja zwei unterschiedliche Dinge. Nämlich das eine entsteht durch Absicht und das andere durch Unachtsamkeit. Dann reservoirbedingte Beben. Das betrifft Talsperren, die möglicherweise Erdbeben induzieren können in der Erdkruste und dann durch den Bergbau induzierte Beben. Das sind Einstürze, aber auch Bewegungen entlang von Bruchzonen, wo man abbaut. Das kann Magnituden bis zu 4, 4,5 erreichen, also recht starke Ereignisse in einer Tiefe dann von 3, 4 Kilometer. Und dann zählt noch Industrie, Verkehr und Pumpen etc. dazu. Aber bei den natürlichen Quellen, da kennen wir mal die tektonischen Beben, Vulkanausbrüche und Felsstürze, Bergstürze und Einstürze, wie schon gesagt. Und dann auch relativ kleine Ereignisse von der Amplitude her. Wir sehen, das sind dann Meteore oder auch Stürme. Wir können das Wetter manchmal sehen auf den Bebenstationen und sogenannte Mikroseismen. Das ist sind Brandungseffekte von den Ozeanen an den kontinentalen Rändern. Das wird da meistens weggefiltert, damit man auf die tektonischen Beben kommt. Aber wir müssen uns ja mit all diesen Themen befassen. Und aus diesem Grund habe ich mir gedacht, zähle ich das mal auf. Was passiert nun bei einem Erdbeben? Sie werden sich jetzt denken, wieso, wir sind ja jetzt in der Atmosphäre zu Hause. Ein bisschen Geduld noch, ich zeige es Ihnen gleich. Also wir haben ein Beben in einer Tiefe von 2 bis 10 Kilometer, es kann aber bis 670 Kilometer tief sein, nicht in Europa, aber weltweit. Und von dort breiten sich dann Erschütterungswellen aus, die kommen und die erreichen die Erdoberfläche und dort werden sie vielleicht noch verändert durch den lokalen Untergrund und führen zu Gebäudeschäden oder auch manchmal zu Einstürzen oder überhaupt zu gar keinen Schäden. Also es kann durchaus sein, das hängt von der Distanz ab, von der Tiefe und der Stärke des Bebens. Da assoziieren wir auch einen astronomischen Begriff mit der Stärke dieses Bebens, nämlich die Magnitude. Richter, der die Magnitude eingeführt hat in den 30er Jahren, war Hobbyastronom und deswegen hat er den Begriff Magnitude dann in die Seismologie eingeführt. Also das ist schon mal die erste Brücke zu Ereignissen, die zu Erschütterungen führen, die nicht aus unserem Erdball selbst stammen. Das ist jetzt das Beben-Erfassungsmessnetz in Österreich auf diesem Bild. Sie sehen relativ viele Stationen. Einige davon können sicherlich genutzt werden für ein Freeborn-Gerät. Und nachdem wir haben jetzt etwa dreimal so viele Erdbebenstationen im Vergleich zu von vor 10 Jahren, dieses Messnetz so verdichtet haben, sind natürlich auch die Chancen größer, ein atmosphärisches Ereignis mit mindestens einer Station zu registrieren. Wenn es dann mehr als 3 Stationen sind, dann lässt sich das sogar verorten, auch in der Atmosphäre, wenn es hier zu einer Art Explosion, Detonation kommt. Die unterschiedlichen Stationstypen sind hier in Blau und in Grau eingezeichnet. Was uns interessiert, sind eigentlich diese Breitbandstationen, denn die eignen sich auch recht gut, Infraschall aufzeichnen zu können. Slow-Motion-Stationen messen Beschleunigungen und da wird es schon ein bisschen schwierig. So sieht dann eine Breitbandstation aus. Das ist das grüne Gerät auf der rechten Seite und passend dazu das Slow-Motion-Gerät, das ist dann links davon in schwarz. Wir haben meistens diese Gerätekombination an unseren Bebenstationen, damit uns ja nichts entgeht. Und Sie wissen, dass die Empfindlichkeiten von Geräten unterschiedlich sein können.
Und in diesem Fall ist das hochempfindliche Gerät eben das Grüne, das wir für diese Beobachtungen aus der Atmosphäre heranziehen. Oft werde ich gefragt, wie oft wird eigentlich so ein Beben erfasst? Was macht der Erdbebendienst, wenn es einmal keine Erdbeben gibt? Also ich kann Sie beruhigen, es gibt immer irgendwo Erdbeben. Wir registrieren ja weltweit auch Atomtests. Und hier sehen Sie schon, so knapp an die 12.000 Ereignisse analysieren wir pro Jahr, wovon etwa 30% zu Sprengungen gehören. Aber wenn man so eine Sprengung mal ausgewertet hat, dann ist es zu spät. Dann weiß man es halt erst nachher. Und das, was übrig bleibt, das ist das, was uns eigentlich interessiert als Geophysiker, nämlich die Erdbeben natürlichen Ursprungs. Davon finden 70% weltweit statt und 30-40% von den analysierten Beben in Österreich. Das klingt jetzt ein bisschen irritierend, so als würde ein Großteil der Seismizität in Österreich auftreffen, aber diese Empfindlichkeit des Messnetzes nimmt natürlich vehement mit der Distanz ab. Also wenn wir ein Erdbeben mit einer Magnitude 1 in Österreich oder eben 0, es gibt auch negative Magnituden, registrieren, dann bedeutet das nicht, dass wir das auch aus Neuseeland können. Dort muss ein Beben schon ziemlich stark sein, 4,5 oder so ähnlich wie das Neunkirchen-Erdbeben in diesem Jahr im März. Und auf Österreich konzentriert, ja, mehr als die Hälfte dieser Ereignisse sind in der Zwischenzeit Sprengungen. Das haben wir also der Verdichtung auch dem Messnetz zu verdanken, dass wir so fein jetzt schon registrieren können, auch sehr kleine induzierte Beben. Das ist ein Beispiel, wie schaut so ein Seismogramm aus in drei Komponenten. In diesem Fall ist es ein Erdbeben bei Leogang in Salzburg mit einer Tiefe von 11 Kilometer, Magnitude 1,5, also ein sehr kleines Beben, ist nicht gespürt worden, viel zu weit weg von der Erdoberfläche, fast senkrecht unter der Bebenstation. Das kann man erkennen an der Z-Komponente. Das ist hier in diesem Bereich, hier vorne, die P-Welle, und da merkt man einen deutlichen Einsatz nach unten. Und das bedeutet, es handelt sich erstens einmal nicht um eine Sprengung, weil dann würde dieses Signal nach oben gehen. Und zum Zweiten, der Zeitabstand zwischen der ersten Welle und der zweiten Welle ist etwa so groß wie bei einer Distanz von 11 Kilometer. Und wenn die Tiefe 11 Kilometer ist, dann ist es praktisch genau drüber die Station. Man sieht auch ganz deutlich, dass der zweite Einsatz viel größere Amplituden aufweist, vor allem in den Horizontalkomponenten. Das deutet unter Umständen auch auf eine Horizontalverschiebung statt, aber das würde jetzt schon zu weit gehen. Jedenfalls sehen wir einen großen Unterschied zwischen der P-Welle hier am Anfang und der S-Welle hier, der Scherwelle als zweiten Einsatz. Wir werden jetzt einige Seismogramme sehen als Beispiel, und Sie werden sehen, das ist ganz unterschiedlich, wie diese Seismogramme aussehen. Und damit komme ich einmal zu der ersten Beobachtung. Das war 1992. Wo man bei Wattenberg, das ist in Tirol, hier ist die Station, hier im Berg, in einem Stollen. Und da wurde ein Signal registriert, das hat ganz komisch ausgesehen. Das hat nämlich damit begonnen, dass hier vorne beginnt dieses Signal mit einem sehr langperiodischen Einsatz, und dann entwickelt sich das, und hier sieht man die Bodenwelle und hier dann eine zweite Welleneinsatz, der ursächlich einmal ganz am Anfang 1992 als Scherwelle angesehen worden ist. Es ist aber der Luftschall. Und das lässt sich so erklären: Zuerst einmal läuft der Luftschall zur Erde runter und dann läuft er als sogenannter Ground Roll bis zur Station weiter, weil diese Ausbreitungsgeschwindigkeit am Boden relativ schnell ist, viel schneller als in der Luft, kommt die auch früher an bei der Erdbebenstation, und dann letztlich kommt nach der Bodenwelle der Luftschall an, und so konnte man eigentlich auch den Punkt in der Atmosphäre, wo der Donner generiert worden ist, lokalisieren. Ein zweites Beispiel ist ein Überschallknall, in diesem Fall noch von den Militärfliegern im Inntal. Auch zwei Einsätze sind da zu erkennen.
Aber das eine wird vermutlich kein Ground Roll oder keine Bodenwelle sein, sondern es könnte sich um den ersten Flieger gehandelt haben. Denn sie fliegen meistens in Paaren, wenn sie solche militärische Übungen machen. Wie schaut die Theorie aus? Wir sehen hier in dem Bild links oben einen Meteor eintreten in die Atmosphäre. Er führt zu Luftschall. Irgendwann stürzt er dann ab. Der Impact verursacht auch eine Welle, aber wenn wir jetzt nicht von einem Meteoriten, sondern von einem Meteor sprechen, dann beobachten wir nur den Luftschall, aber auch noch eine spezielle Form von Welle, nämlich eine Oberflächenwelle. Denn wenn der Luftschall, das ist dieses P hier damit gemeint als Pressure Wave, wenn die an die freie Oberfläche ankoppelt, dann entstehen dort zwei Wellen. Eine P-Welle, die refraktiert wird, die läuft an der Erdoberfläche entlang, und eine S-Welle, die auch generiert wird. Ich habe da ein Fragezeichen dazu geschrieben, weil die Grafik nicht stimmt. Ich habe es direkt übernommen aus der Literatur, aber die müsste etwas abgeknickt sein. Es gibt einen Refraktionswinkel für diese Scherwelle, und die interagieren und führen zu einem etwa Verhältnis der vertikalen Ausrichtung gegenüber der horizontalen Ausrichtung von Faktor 1. Das ist ganz wichtig, weil normale Rayleigh-Wellen oder Oberflächenwellen, die zeigen ein anderes Verhältnis. Und das ist hier ein Bild von dem Paper von Edwards. Da sieht man auch noch eine Welle vor der eigentlichen air-coupled Rayleigh-Welle, womit diese Bodenwelle gemeint ist. Hier kommt dann der Luftschall. Aber hier davor ist noch eine Vorläuferwelle eingezeichnet. Das ist also sehr fragwürdig, worum es sich dabei handelt, vermutlich um eine ganz andere Erschütterungsursache, die zufälligerweise in diesem Zeitraum stattgefunden hat. So etwas soll es geben. Und das zur Theorie. Bei einem Beben, Erdbeben, tektonischen Beben, habe ich ein Hypozentrum, das befindet sich unter der Erdoberfläche, darüber ist das Epizentrum, und dort läuft eine Scherwelle weg, und die teilt sich dann in eine P- und S-Welle auf, und das erzeugt dann eine Oberflächenwelle, die von dort weiter sich ausbreitet bis zur seismischen Station. Nun, das beobachten wir praktisch täglich bei allen tektonischen Beben. Wenn wir jetzt zum Meteor blicken, dann ist das Epizentrum oben in der Atmosphäre und das Hypozentrum an der Erdoberfläche. Also das Ganze ist ein bisschen verschoben. Und die P-Welle, die refraktiert jetzt eine P-Welle und refraktiert eine S-Welle oder erzeugt Wechselwellen, sagen wir dazu. Dieser Luftschall produziert zwei Wellentypen, die interagieren wieder, und das ist dann wieder so eine Pseudo-Rayleigh-Welle, die wir beobachten. Die kommt meistens schneller an bei der seismischen Station. Also nur genau unterhalb von dem sogenannten Epizentrum eines Meteors würde sie gleichzeitig ankommen. Alles andere ist dann schneller, ist diese refraktierte Welle schneller, und man kann daraus auch Abschätzungen unternehmen, wie hoch ist jetzt dieses Epizentrum vom Hypozentrum entfernt, oder was ist die Höhe, wo der Meteor detoniert hat oder ist. Und das sind Beispiele, das ist Neuschwanstein, ist schon erwähnt worden, 2002 mit einer gedachten Flugrichtung hier in der rechten Grafik eingezeichnet. Die Abstände sind jetzt da nicht gleichmäßig von den Seismogrammen, mir das zu verzeihen, aber das ist einfach das Grafikprogramm, das wir verwenden. Und man erkennt dann aufgrund der späteren Ankunftszeiten, wo sich in Relation zur Bebenstation nun dieser Meteorknall ereignet haben muss. Wenn man zur nächsten Grafik, da sieht man die ersten Einsätze hier vorne, das ist schon diese geführte Oberflächenwelle, was man hier vorne sieht, ganz am Anfang. Und dann baut sich das auf, und wir sehen den Luftschall hier. Auch hier am Anfang konvertiert diese Rayleigh-Welle, und dann kommt der Luftschall. Hier sieht man es wieder kaum.
Das ist ein Enigma, an dem wird noch gearbeitet, wann jetzt diese Oberflächenwelle entsteht und wann nicht. Scheint vom Untergrund abzuhängen, auf dem sich die Bebenstation befindet, wie stark sie das registrieren kann und ob überhaupt bei manchen Fällen eine Scherwelle überhaupt generiert wird. Also hier ist der Luftschall. Und aus dieser Schallgeschwindigkeit, die ja mehr oder weniger gleich ist, das hängt ein bisschen von der Temperatur ab, plus minus 10%, kann man dann den Meteor lokalisieren, wenigstens den Punkt, wo die Schallwelle herstammt. Das Aufleuchten muss nicht mit diesem Punkt übereinstimmen. Ich habe Ihnen diese Abbildung jetzt nur, zeige ich Ihnen nur, damit Sie ein bisschen eine Idee bekommen über die Größenraum, wo sich das abspielt. Hier leuchtet der Meteor auf zum ersten Mal und dann braucht es seine Zeit, bis er wieder verlöscht. Und hier bei diesem Aufleuchtungsbereich, da kann man annehmen, dass es dann auch ein Zerplatzen gibt oder dass das beginnt, eine Schallwelle zu erzeugen. Das ist der Hoffnungsbereich, aus dem normalerweise die Schallwellen stammen. So zwischen knapp unter 50 Kilometer hinunter bis 20 Kilometer. Das ist auch der Bereich, wo die Temperatur in der Atmosphäre abfällt. Und dieser Effekt führt dann auch zu einer Abbremsung, einer massiven. Und im Rahmen dessen kommt es zu den Leuchterscheinungen und ganz zu Beginn vermutlich auch bereits zur Ausbreitung der Schallwellen, wenn der Meteorit zum ersten Mal oder der Meteor zerbricht. Hier haben wir von Kärnten einen Fall, der ist auch schon erwähnt worden, 9. April. Hier die Reihenabfolge der Seismogramme von den verschiedenen Stationen mit zunehmender Distanz von dem Flugweg. Das hier ist ein Beispiel von Leogang allein. Da saßen wir mit einer Station fast unter dem, unter dem Meteor. Also das ist dieselbe Station, die ich am Anfang gezeigt habe, in Verbindung mit einem natürlichen Erdbeben, wo wir 11 Kilometer darunter ein Hypozentrum hatten. Diesmal liegt das Hypozentrum oder das Epizentrum in diesem Fall, besser gesagt, viel, viel höher, nämlich vermutlich in einer Höhe um die 40 Kilometer. Also das sind neue Größenordnungen für uns in der Seismologie, wenn wir solche Quellen anschauen. Nicht nur, dass die Quelle plötzlich einmal über einem ist. Normalerweise haben wir Erdbebenstationen an der Oberfläche und die Erdbeben finden unterhalb der Oberfläche statt. Kleine Ausnahme ist der tiefe Bergbau. Dort gibt es auch Stationen oberhalb, unterhalb von einem Gebirgsschlag. Und das hier ist ein Detail. Da sehen Sie jetzt sehr gut in diesem Detail von Leogang bei der nächstliegenden Station, wie hier am Anfang diese Relewelle beginnt. Also ein bisschen ein Offset muss gewesen sein und hier kommt die Schallwelle an. Und aus den Randbedingungen, Absolutzeiten und Zeitdifferenz dieser beiden Ankunftszeiten kann man die Entfernung berechnen. Und die Höhe dieses Ereignisses, das sind also die Bodenwelle und die Schallwelle. Und wenn man sich das dann noch einmal anschaut, die Verhältnisse, die Amplitudenverhältnisse, ich habe sie hier eingerahmt, jetzt in Rot, auf allen drei Spuren. Und das verschoben dann dieses Rechteck auf die Seite zur Skala, um es klar zu machen, denn die Seismogramme sind nicht alle gleich groß. Sie sehen nur gleich groß aus, weil sie normiert sind. Aber wenn man diese Amplituden tatsächlich abliest und das Quadrat der Horizontalamplituden hernimmt und daraus die Wurzel bildet, also den horizontalen Vektor im Vergleich zum vertikalen Vektorvergleich, kommt ein Verhältnis von 1 heraus. Also es spricht für eine Relewellentyp-Anregung aus der Atmosphäre. Und das war dann die Lokalisierung dazu, einfach über die Schallwellengeschwindigkeit, wo der Schall vermutlich seinen Ausgang gefunden hat. Das ist nochmal zur Erinnerung ein Seismogramm von einem Erdbeben an derselben Station. Ich schalte jetzt nochmal
zu dem Bild zurück. Sie sehen eindeutig, dass die Amplitudenverhältnisse zwischen dieser Rayleigh-Welle und der Sharewelle nahezu gleich sind auf allen drei Komponenten, und das trifft überhaupt nicht zu bei einem natürlichen Erdbeben. Damit ist schon mal klar, also das ist ein natürliches Erdbeben und das andere ist, hat eine andere Ursache. Muss nicht unbedingt ein Meteor sein, aber so wie es aussieht, ja. Ich glaube, wir haben da in der Zwischenzeit auch schon eine Menge dazu gelernt. Und da möchte ich auch nicht Ihnen verheimlichen, dass wir schon ein Infraschall-Messnetz haben am Konrad-Observatorium. Das wurde vor ein paar Wochen fertig installiert. Und das, was Sie hier auf der rechten Seite sehen, ist bereits eine Lokalisierung mit Infraschall-Messnetzen aus den Nachbarländern. Und auch damit lassen sich solche Ereignisse in der Atmosphäre relativ gut eingrenzen. Das Signal, Infraschallsignal, ist viel weniger spektakulär, sage ich jetzt mal, als Seismologe, weil man diese Rayleigh-Welle praktisch nicht erkennen kann. Aber wir werden schauen in Zukunft, vielleicht finden sich viel bessere Beispiele, wo man das dann auch verwenden kann zu einer Höhenbestimmung. Das war am 19. November ein Ereignis, auch schon erwähnt worden. Auch hier sehen wir wieder die fast gleichen Amplitudenverhältnisse. Hier vorne ganz klein würde man sich denken können, da müsste eine Rayleigh-Welle begonnen haben, aber möglicherweise hängt es davon ab, dass hier kaum eine so eine Vorläuferwelle generiert wurde aufgrund der aufgeregten Topografie. Das ist schon seit vielen Jahren in Diskussion, warum manchmal solche Wellen auftreten, manchmal nicht. Also sichtlich hängt es davon ab, wie es direkt unter dem Knallpunkt aussieht. Habe ich dort einen See zum Beispiel, dann kann sich keine Wechselwelle, keine Scherwelle ausbilden und damit habe ich auch keine Oberflächenwelle. Aber es gibt noch andere Ansätze, mit denen man versucht hat, das zu erklären. Es ist noch jetzt noch nicht ganz klar, woran das liegt. Und das führt mich jetzt schon zu der Lokalisierung von diesem Ereignis in der Nähe von Lunz. Wir tun jetzt nicht den Streubereich lokalisieren, sondern wir lokalisieren den Ausgangspunkt von der Schallwelle. Also das mag vielleicht ein wenig zu wenig sein, um weitere Aussagen zu treffen, da ist das Freeport-System massiv überlegen. Ich meine nur, dass es auch mit Hilfe von Bebenstationen oft die Gelegenheit oder manchmal die Gelegenheit gibt, solche Ereignisse zu registrieren, und man darf nicht den Fehler begehen, zu glauben, das ist jetzt ein natürliches Ereignis in der Erdkruste. Das wäre sehr ein großer Fehler, solche Dinge dann im Bebenkatalog unter einem tektonischen Beben abzuspeichern. Und jetzt stellt sich noch die Frage, wie oft. Das ist eine gute Frage. Ich habe Ihnen jetzt ein paar Beispiele gezeigt seit 2007. Also insgesamt haben wir, seit 2002, insgesamt haben wir 7 solche Beobachtungen in Österreich durchführen können. Das ist sicherlich geschuldet auch der Verdichtung des Messnetzes. Es hat sich etwas gehäuft, aber der Zeitraum ist noch viel zu klein, um jetzt das statistische Aussagen zu treffen. Ich habe es mal zurückgerechnet auf die Größe von Österreich im Verhältnis zur Erdoberfläche, und das passt schon einmal so innerhalb von Faktor 2 ganz gut. Es ist also nichts Besonderes. Die Aktivität in der Atmosphäre scheint jetzt nicht zugenommen zu haben. Wenigstens kann man das aus den seismischen Daten nicht ableiten. Ja, und dann würde ich sagen, nachsehen bei Christian Köberls umfassenden Rückblick, Impact und Massensterben, da kann man sich ein Bild machen. Auch Sie haben in den vorhergehenden Vorträgen schon gesehen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, mit welcher ein Körper, ein Meteor eintritt in die Atmosphäre. Das war ja im ersten Vortrag von Professor Köberl schon sehr eindrucksvoll beschrieben. Und ja, wenn man dann noch weitergeht,
Da müsste man sich fragen, wie hoch ist das Restrisiko, wenn man schon das mittlere, die mittlere Gefährdung ausrechnen möchte. Und da würde ich sagen, ja, das hängt davon ab, wie man sieht. Also ich bin da der kleine Mann mit dem Hut und ich habe mich bei Erdbeben schon öfters gewundert, wenn es dann so plötzlich aufgetreten ist und im Mittel hätte es erst in 100 Jahren sein sollen. Also so etwas ist durchaus möglich. Und damit danke ich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank. Muss immer aufpassen für den spannenden Vortrag. Jetzt haben wir noch 2-3 Minuten für Fragen. Ich sehe hier 2 Fragen im Chat. Eine Frage: Koinzidiert eigentlich der durch Schallwellen, Klammer seismische Daten detektierte Ort, also Explosion in der Atmosphäre, mit dem potenziellen Fundort von Meteoriten, oder wird hier in Abhängigkeit von Fallrichtung und Explosionshöhe ein Offset mit einberechnet? Also einberechnen kann man das nicht, aber es koinzidiert auf jeden Fall nicht. Wir können den Ausgangspunkt bestimmen, wo der Donner begonnen hat oder die Schallwelle begonnen hat, aber jetzt nicht den Aufschlagpunkt. Das hängt von sehr vielen Parametern ab. Es hat der Kollege Ferreira das vorher auch schon ein bisschen erklärt. Es hängt von den atmosphärischen Verhältnissen ab, es hängt vom Eintrittswinkel ab, es hängt von der Energie des Flugobjekts ab. Also das können wir nicht, sondern nur den Zeitpunkt, wenn ein Meteor zerplatzt. Dann habe ich eine zweite Frage hier. Wie würde denn der Impact des Objektes auf der Erdoberfläche seismisch aussehen? Kann man so etwas messen bei größeren Objekten oder hat man schon so etwas gemessen? Ja, durchaus. Also es hat sogar Versuche gegeben, absichtlich solche Situationen herbeizuführen, um Ladungsmengen zu vergleichen mit Testsprengungen, Atomtestsprengungen in Nevada. Also aufgehängte Ladungen hat man dort zur Explosion gebracht. Auch in Israel gab es solche Tests, um Ankopplungseffekte zu studieren. Also das ist wohl bekannt und das ist durchaus messbar. Es hängt nur von der Ladungsmenge ab oder von der Energie, die freigesetzt wird. Die Ankoppelung bei atmosphärischen Tests ist relativ gering, beträgt etwa 1-2%. Und daher war das früher bei dem Testen von Atomsprengköpfen sehr beliebt, atmosphärische Tests, weil sie sehr schlecht nachweisbar waren. Es gab noch viel zu wenig Satelliten und die Messgeräte waren noch nicht genau genug in den 60er Jahren, aber dann wurde das verboten. Okay, herzlichen Dank. Darf ich noch einmal ganz kurz fragen, gibt es sonst noch eine Frage für den Herrn Dr. Lenhardt? Ich sehe jetzt momentan keine weiteren Fragen hier im Chat oder bei den Fragen. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einmal. Sie können ja immer schon Ihre Fragen in den Chat hineintippen und wenn wir fertig sind, dann werden wir sie beantworten. So, dann kommen wir jetzt bereits zum letzten Vortrag in unserem heutigen Symposium. Und zwar Herbert Raab vertritt hier sozusagen die heute würde ich es neudeutsch Citizen Science nennen, Amateurastronomie in diesem Fall. Er hat Informatik an der Johannes Kepler-Universität studiert und Management und Business Administration an der Austrian Business School in Linz. Er ist Software-Engineer und mit kaufmännischer Software befasst. Und daneben beschäftigt er sich seit seiner Jugend mit Astronomie und besonders mit Kleinkörpern wie Asteroiden und Kometen und beobachtet und vor allem berechnet selbst. Er hat eine Software entwickelt, die Astrometrica, die von Amateurastronomen und auch professionellen Astronomen auf der ganzen Welt eingesetzt wurde. Es ist ein Asteroid nach ihm benannt, das vereint uns da irgendwie. Und er ist seit 1997 auch Träger der Goldenen Medaille für Verdienste in der Republik Österreich. Sein Vortrag heute ist die Charakterisierung von Asteroiden, Mutterkörper von Feuerbällen, Meteoren und Meteoriten. Bitte.
Ja, vielen Dank für die Einleitung und auch ganz herzlichen Dank für die Einladung. Also es ehrt mich ungemein, dass ich hier bei der Österreichischen Akademie der Wissenschaften sprechen darf. Das ist, glaube ich, für einen Amateurastronomen, für einen Citizen Scientist, wie Sie gesagt haben, nicht selbstverständlich. Also herzlichen Dank, Herr Professor Köberl, für die Einladung, der ich natürlich sehr, sehr gerne nachgekommen bin. Also mein Thema ist die Charakterisierung der Mutterkörper der Meteoriten und Meteore. Das heißt, wie können wir etwas über diese Dinge lernen, bevor sie in die Erdatmosphäre eintreten? Wir haben jetzt sehr viel gehört, was passiert, wenn sie in die Erdatmosphäre eintreten, wenn sie dort als Feuerball aufleuchten, wenn die Druckwelle den Erdboden erreicht, wenn vielleicht sogar der Meteorit den Erdboden erreicht und möglicherweise einen Krater schlägt. Und jetzt wollen wir uns etwas damit beschäftigen, was wir herausfinden können über diese Objekte, bevor sie in die Erdatmosphäre eindringen. Es ist ja unter anderem auch ein großes Forschungsgebiet in der Meteoritenkunde schon seit vielen, vielen Jahren, wo versucht wird, den Zusammenhang zwischen den Asteroiden, die wir im Weltraum beobachten können, hauptsächlich zwischen Mars und Jupiter im Asteroidengürtel, und den Meteoriten, die wir auf der Erde finden oder die wir im Naturhistorischen Museum bewundern können, wie dort die Zusammenhänge sind. Und diese Frage zu klären, ist alles andere als einfach. Und diese Beobachtungen können dazu etwas beitragen. Um den Einstieg in das Thema zu finden, möchte ich Sie einfach zu einem Gedankenexperiment einladen. Stellen Sie sich vor, Planetary Defense, das Stichwort ist schon gefallen, Astronomen entdecken einen Asteroiden, der rast auf die Erde zu. Ja, dann will man natürlich darüber was wissen. Wie groß ist der? Wann trifft er uns? Wo trifft er uns? Ist das kompaktes Metall oder ist das brüchiges Gestein? Also es sind lauter Fragen, die dann in Kürze nach dieser Entdeckung beantwortet werden müssen. Und nachdem sich das Objekt zu diesem Zeitpunkt noch im Weltraum befindet, sagen wir, alles oberhalb der Erdatmosphäre ist sozusagen Hoheitsgebiet der Astronomie, sind das Fragen, die die Astronomen beantworten müssen. Und wie könnte das, und da will ich jetzt ein Beispiel bringen, vor sich gehen, vonstatten gehen? Versetzen wir uns einmal auf den 6. Oktober, 0 Uhr Weltzeit. Richard Kowalski ist ein ehemaliger Feuerwehrmann, ein ehemaliger Amateurastronom, der sein Hobby zum Beruf gemacht hat, und der tritt seine Schicht bei der Himmelsüberwachung am Mount Lemmon an, so wie er das vielen Arbeitstagen zuvor schon getan hat. Sie sehen Astronomen heute, die schauen nicht mehr romantisch durch das Teleskop, sondern sitzen so wie viele andere Forscher auch vor großen Bildschirmen und tun dort ihre Arbeit. Und an diesem Tag, am 6. Oktober, 6.39 Uhr, findet er, so wie in vielen Nächten zuvor, auch einen noch nicht katalogisierten Asteroiden. Die Software gibt automatisch eine Routinemeldung an das Minor Planet Center der Internationalen Astronomischen Union, wo derartige Meldungen gesammelt werden. Dort werden die automatisch verarbeitet und schon bei dieser automatischen Verarbeitung wird erkannt, dieses Objekt befindet sich in der Nähe der Erde und es nähert sich der Erde auch sehr rasch, sodass umgehend auch das NASA-Headquarter informiert wird, damit auch andere Astronomen mit diesem Objekt befasst werden können. Um 7.30 Uhr, nur knapp eine Stunde nach der Entdeckung des Objekts, steht dann schon fest, dieses Objekt wird die Erde treffen. Das Minor Planet Center veröffentlicht jetzt einen Beobachtungsaufruf, der an alle professionellen und Amateurastronomen der Welt ergeht, um dieses Objekt weiter zu verfolgen, weil man will ja mehr lernen darüber. Um 8.17 Uhr, also knappe dreiviertel Stunde später, ist es wieder ein Amateurastronom in Arizona, interessanterweise nur ganz knapp oder nicht sehr weit entfernt von der Station, wo das Objekt entdeckt wurde, der dieses Objekt mal bestätigt. Das ist der erste Schritt. Es könnte ja ein Artefakt sein, ein Fehler in der Kamera, eine Reflexion in der Optik oder was auch immer. Aber hier wird es unabhängig bestätigt. Das heißt, wir wissen ab diesem Zeitpunkt, das Objekt ist real. Und die Bewegung, die man bisher eingeschätzt hat, ist real. Weitere Beobachter folgen. Und durch die große Nähe des Objektes ist etwas möglich, was in den seltensten Fällen möglich ist. Nämlich man kann die Parallaxe, damit die Entfernung des Objektes, direkt messen. Das heißt, wenn Sie zwei Beobachter haben, die von sehr weit voneinander entfernten Stationen dieses Objekt anvisieren, sieht jeder das Objekt unter einem leicht unterschiedlichen Winkel. Und damit können Sie die Entfernung direkt beobachten. Und diese Beobachtungen stützen den vorher getätigten Befund, dass dieses Objekt sich direkt auf die Erde zubewegt. 14.59 Uhr, das Minor Planet Center veröffentlicht ein elektronisches Zirkular mit allen 26 bis dahin verfügbaren Beobachtungen.
von Amateurastronomen und professionellen Astronomen und den daraus abgeleiteten Bahnelementen. Und bei dieser ersten sozusagen offiziellen wissenschaftlichen Publikation werden auch schon Ort und Zeitpunkt des Einschlags angeführt. Und das geht natürlich mit diesem Erkenntnis des Ortes und des Zeitpunkts des Einschlags Hand in Hand, dass die entsprechenden Regierungen, Sicherheitsbehörden und natürlich auch die Militärs informiert werden, damit das nicht für eine möglicherweise feindliche militärische Aktion gehalten wird. Was natürlich auch sein muss, 21.30 Uhr gibt es eine Presseaussendung über den bevorstehenden Einschlag des Asteroiden. Um 22.19 Uhr des gleichen Tages, dann werden die ganz großen Teleskope auf das Objekt ausgerichtet. Ein Teleskop mit 4 Meter Spiegeldurchmesser auf La Palma, das William Herschel Teleskop, ein britisches Instrument, nimmt ein Spektrum des Asteroiden auf, um Informationen über die Größe und Zusammensetzung des Asteroiden zu erhalten. Und etwas später, eine Stunde später, beginnen Amateurastronomen in Spanien mit der photometrischen Beobachtung. Das heißt, dort wird gemessen, wie hell erscheint denn dieser Asteroid im Teleskop. Und der zeigt einen sehr ausgeprägten Lichtwechsel. Das heißt, er wird in etwa 1,5 Minuten nimmt die Helligkeit periodisch ab und zu. Und daraus lässt sich auf die Form des Asteroiden zurückschließen, die wir rechts unten in dieser Animation sehen. Sie sehen, der Asteroid rotiert in etwa 1,5 Minuten um 2 Achsen, also nicht eine Rotation, wie wir das von der Erde oder von den anderen Planeten kennen, sondern der taumelt so herum. Um 1.49 Uhr verschwindet dann der Asteroid im Erdschatten. Die Erde wird ja von der Sonne beleuchtet und wirft einen viele, viele tausend Kilometer langen Schatten in das Weltall hinaus. Und der Asteroid, sehen Sie hier, tritt in diesen Erdschatten ein. Rechts sehen Sie noch die wechselnde Helligkeit durch die Rotation des Asteroiden. Und hier wird dann die Spur immer schwächer, bis sie dann ganz verschwindet. Das ist der Effekt, dass eben der Asteroid in den Erdschatten eintritt. Das ist sozusagen eine Mini-Mondfinsternis. Bei der Mondfinsternis ist ja das ähnlich. Ab diesem Zeitpunkt, etwa eine Stunde vor dem Einschlag, ist das Objekt dann unbeobachtbar, weil es ja nicht mehr von der Sonne beschienen wird und selbst leuchtet ein Asteroid ja nicht. Am nächsten Tag um 2.45 Uhr und 40 Sekunden nehmen dann 2 Satelliten, ein Satellit des US-Verteidigungsministeriums und der europäische Wettersatellit Meteosat-8 die Hitzestrahlung des Asteroiden auf, als er in die Erdatmosphäre eindringt. Nun, ich habe das jetzt bewusst etwas offen gelassen, ob es sich da jetzt um das Drehbuch eines Science-Fiction-Films handelt oder vielleicht die Vorlage für einen Roman, aber diese Ereignisse haben sich tatsächlich genau so abgespielt, und zwar im Jahr 2008. Es geht hier um den Asteroiden 2008 TC3, der eben von Richard Kowalski an diesem Tag entdeckt wurde. Und einige Monate später hat dann eine Suchexpedition, die von Peter Jeniskens vom SETI-Institut und von Muawi Shadab von der Universität Khartoum geleitet wurde, in der Wüste des Sudan tatsächlich Bruchstücke dieses Asteroiden finden können. Das war das erste Mal in der Forschungsgeschichte, dass wir ein Objekt im Weltraum entdeckt haben, bis zum Eintritt in die Erdatmosphäre verfolgt haben und dann anschließend auch noch Bruchstücke dieses Objektes auf der Erde finden haben können. Das wird sozusagen ein Ablauf, wie wir über Objekte, die sich auf die Erde zubewegen, Informationen erhalten können, auch wenn wir keinen direkten Zugang dazu haben wie für einen Meteoriten, den wir im Labor untersuchen können. Welche Erkenntnisse konnten jetzt aus diesen optischen Beobachtungen gewonnen werden? Ja, zunächst einmal ist festzuhalten, in diesen knapp 20 Stunden, die zwischen der Entdeckung und des Eindringens des Asteroiden in die Atmosphäre lagen, konnten fast 600 astrometrische Beobachtungen von 27 verschiedenen Sternwarten gesammelt werden. Astrometrische Beobachtungen sind also Messungen des Ortes dieses Objektes. Das Objekt hat sich ja sehr schnell über den Himmel bewegt und aufgrund dieser 586 Messungen konnte diese Bewegung verfolgt werden und auch die Bahn dann in weiterer Folge genau abgeleitet werden. Durch die schnelle Rotation war es bedingt, dass man viele, viele tausend photometrische Beobachtungen gesammelt hat, also Messungen der Helligkeit des Asteroiden, die Rückschlüsse eben auf die Form und in gewissen Grenzen auch auf die Größe des Asteroiden zulassen.
ein hochauflösendes Spektrum wurde eben an diesem großen Teleskop, dem William-Herschel-Teleskop, gesammelt, das das Licht des Asteroiden im visuellen und nahen Infrarot analysiert und Rückschlüsse auf die Zusammensetzung des Asteroiden zulässt. Was wir daraus ableiten konnten, ist zunächst einmal die Umlaufbahn des Asteroiden um die Sonne. Er hat eine mittlere Entfernung von etwa 1,3-fachen Entfernung von Erde und Sonne. Er hat eine etwas elliptische Umlaufbahn, allerdings nicht so stark, also nicht so lang gestreckt, wie man das von Kometenbahnen kennt, und hat eine Umlaufzeit von 547 Tagen. Und diese Umlaufbahn ist ja gleichzeitig so etwas wie der Fingerabdruck des Asteroiden. Also gerade erdnahe Asteroiden, die einmal an der Erde vorbeiziehen und dann wieder in den Tiefen des Weltalls verschwinden, die gehen auch wieder verloren. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass man die dann Jahre später zufällig wieder findet. Und aufgrund dieses Fingerabdrucks der Umlaufbahn lässt sich dann feststellen, ist das der gleiche Asteroid oder ist das ein anderer Asteroid? Also das ist das Charakteristikum, um einen Asteroiden sozusagen wiedererkennen zu können. Aufgrund dieser Umlaufbahn und der genauen Kenntnis der Erdbahn selbstverständlich konnten der Zeit, der Ort, die Geschwindigkeit und der Winkel des Eintritts in die Erdatmosphäre mit hoher Präzision vorhergesagt werden. Aus den fotometrischen Beobachtungen, habe ich schon die Animation vorher gezeigt, konnten die Form, die Rotationsdauer und der Rotationsstatus des Asteroiden abgeleitet werden. Sie haben gesehen, dass das wirkt jetzt irgendwie unförmig, so richtig wie ein Bruchstück. Und auch diese Rotation, diese schnelle Rotation um zwei Achsen, die legt nahe, dass dieser Asteroid ein Bruchstück einer relativ vor kurzer Zeit in astronomischen Maßstäben zumindest gemessen einer Kollision sein muss, die vor relativ kurzer Zeit stattgefunden hat. Das heißt vor wenigen Hunderttausend oder vielleicht Millionen Jahren allerdings. Nicht jetzt, dass das ein Körper wäre, der schon seit Beginn des Sonnensystems vor 4,5 Milliarden Jahren in diesem Zustand existieren würde. Durch die Bahn konnte auch die Verwandtschaft zu einem anderen Asteroiden ermittelt werden, nämlich dem Asteroiden mit der Bezeichnung 1998 KU2, der eine sehr ähnliche Bahn aufweist. Und dieses Charakteristika legt eben nahe, dass beide Asteroiden die Bruchstücke sind, die aus einer Kollision hervorgegangen sind. Aufgrund dieses Spektrums, das gewonnen wurde, konnte der Asteroid auch klassifiziert werden. Die werden in verschiedene Typen eingeteilt. Die F-Klasse, das ist eine sehr seltene Klasse, die darauf hindeutet, dass es ein kohlenstoffhältiger Asteroid ist. Und die M-Klasse, das war irgendwie so ein Übergangstyp, die deutet darauf hin, dass Metall an der Oberfläche zu finden ist. Und das Rückstrahlvermögen wurde auch bestimmt, nämlich zu 5%. Das ist deswegen wichtig, weil direkt zugänglich aus optischen Beobachtungen mit optischen Teleskopen ist nur die Helligkeit des Asteroiden. Und Sie müssen sich jetzt feststellen, wenn Sie die Größe des Asteroiden abschätzen wollen, dann macht es natürlich einen Unterschied, ob das jetzt ein sehr großer Asteroid ist, der schwarz wie Kohle ist, oder ob das ein kleiner Asteroid ist, der hell wie ein Kreidefeld ist. Beide können die gleiche Helligkeit im Teleskop haben. Und ohne die Kenntnis dieser Helligkeit, dieses Rückstrahlungsvermögens, können aus den direkten optischen Beobachtungen keine direkten Rückschlüsse auf die Größe des Asteroiden gemacht werden. Und deswegen ist es von ganz zentraler Bedeutung, diese Rückstrahlvermögen eben bestimmen zu können, was wiederum nur mit diesem Spektrum möglich war. All diese Daten gesammelt ergeben dann ein Bild eines sehr, sehr kleinen Asteroiden, Gott sei Dank, weil er die Erde getroffen hat, war es ein sehr, sehr kleiner Asteroid, mit einem mittleren Durchmesser, wenn man Kugelgestalt annehmen würde, von 4,1 Meter. Sie haben gesehen, dass die tatsächliche Form sehr stark von der Kugelform abweicht. Ein Volumen von 28 Kubikmetern, eine Masse von 51 Tonnen und interessanterweise die Dichte war mit 1,8 Gramm pro Kubikzentimeter sehr klein. Meteoriten, die heute so in den Sammlungen aufbewahrt werden, haben eine Dichte, so Steinmeteoriten, von 3,5 Gramm pro Kubikzentimeter ungefähr. Das heißt, die Dichte dieses Körpers war sehr, sehr deutlich unter diesem Wert, was die Rückschlüsse darauf zulässt, dass es eben kein kompakter, massiver Felsblock war, sondern dass der porös war und möglicherweise aus vielen kleineren Stücken zusammengesetzt war. Und diese Erkenntnisse, die Astronomen gewonnen haben, bevor der Körper in die Erdatmosphäre eingetreten ist, die stehen in sehr, sehr guter Übereinstimmung mit dem danach gefundenen meteoritischen Material. Auch dort hat sich gezeigt, es ist kohlenstoffhaltiges Material, eine seltene Klasse, nämlich ein Urelit.
Es hat sich gezeigt, dass das allerdings ein nicht homogener Körper ist, dass dort Bruchstücke von anderen Meteoriten dort mit dem gemeinsam zu Boden gefallen sind, die über hohe Metallanteile verfügen. Das heißt, dieser Hinweis auf das nicht ganz eindeutige Spektrum, das auch Anzeichen von metallischen Körpern zeigt. Diese Vermischung von Meteoriten verschiedener Klasse ist ein Hinweis darauf, dass eben dieser Körper nicht so in dieser Form in der Frühzeit des Sonnensystems geboren wurde, sondern dass es das Ergebnis einer oder wahrscheinlich sogar mehrerer Kollisionen im Asteroidengürtel ist. Und auch das stimmt mit dem Befund der astronomischen Beobachtungen überein, dass eben diese Rotation um mehrere Achsen, diese schnelle Rotation um mehrere Achsen Ergebnis von relativ rezenten Kollisionen im Asteroidengürtel sein muss. Das heißt, wir können feststellen, dass die astronomischen Beobachtungen, die stattgefunden haben, bevor das Objekt in die Erdatmosphäre eingetreten ist und bevor meteoritisches Material am Ende geborgen wurde, sehr, sehr hohe Übereinstimmung mit dem zeigt, was man später im Labor über dieses Material herausfinden konnte und ein sehr rundes Bild dieses Körpers uns vermitteln können. Eine Beobachtungsmöglichkeit möchte ich noch kurz erwähnen, die bei diesem Asteroiden nicht zum Einsatz kam, die allerdings sehr interessant ist, nämlich Sternbedeckungen der Asteroiden. Stellen Sie sich vor, ein Asteroid zieht zufälligerweise genau vor einem Stern hinweg, das ist natürlich ein riesen Zufall, so ein kleines Sternchen von einem Asteroiden, und verfinstert diesen Stern für wenige Sekunden. Wenn man dann mehrere Beobachter hat, die über die Erdoberfläche verteilt sind, dann kann man die Silhouette und die genaue Größe des Asteroiden bestimmen. Also die Beobachter, die hier oben positioniert waren, die haben das Sternenlicht die ganze Zeit über gesehen. Auch hier unten einige Beobachter haben das Sternenlicht die ganze Zeit gesehen. Und die Beobachter hier in den mittleren Bereichen, die haben eine sozusagen Sternenfinsternis von verschieden langer Dauer gesehen. Und aus dieser Dauer lässt sich die Größe und auch die Form des Asteroiden mit sehr, sehr hoher Genauigkeit, wie es sonst eigentlich nur mit Raumfahrtmissionen möglich ist, bestimmen. Mit etwas Glück kann man dann noch viel interessantere Beobachtungen machen, etwa hier bei diesem Asteroiden 90 Antiope, wo man herausgefunden hat, dass der in Wirklichkeit ein Doppelkörper ist und aus zwei Stücken besteht, die um einen gemeinsamen Schwerpunkt kreisen. Und diese Beobachtungen von Sternbedeckungen geben uns auch die Möglichkeit, diese Modelle der Asteroidenform, die aus den Helligkeitsbeobachtungen abgeleitet wurden, zu überprüfen, ob denn die korrekt sind. Und da haben Sie eine Gegenüberstellung. Dieses graue, dreidimensionale Modell wurde eben aus diesen photometrischen Beobachtungen des Helligkeitswechsels des Asteroiden abgeleitet. Und diese roten und grünen Punkte, die geben die Sternbedeckungsbeobachtungen wieder. Und Sie sehen, dass hier eine sehr, sehr hohe Übereinstimmung zwischen diesen beiden Messmethoden besteht, die völlig unabhängig voneinander sind und sich eben gegenseitig sehr gut ergänzen und auch bestätigen. Ja, also wie können wir die Erkenntnisse zusammenfassen, die uns aus optischen Beobachtungen über Asteroiden zugänglich sind? Ich teile es jetzt einmal nach den Beobachtungsmöglichkeiten auf. Die Astrometrie, also die Helligkeitsbestimmung, die ergibt uns eben den Fingerabdruck des Asteroidens, die Identifikation, den Personalausweis des Asteroiden. Wir bestimmen die Umlaufbahn, wir können vorausberechnen, woher stammt dieser Asteroid im Asteroidengürtel und wir können, sollte es zu einer Kollision mit der Erde kommen oder zu einem nahen Vorbeiflug, auch das berechnen. Die Photometrie, also der Helligkeitswechsel, die Beobachtung des Helligkeitswechsels, die ermöglicht es, die Rotationsdauer, die Form und die Orientierung im Raum zu bestimmen. Und wenn der Asteroid einen Mond hat, auch das gibt es, dann lässt sich das auch über Photometrie nachweisen, nämlich dann, wenn sich der Hauptkörper und der Mond gegenseitig verfinstern und bedecken. Was nur eingeschränkt möglich ist, ich habe es vorher schon kurz erwähnt, weil man dazu die Oberfläche kennen muss, ist ein Rückschluss über die Helligkeit des Körpers auf seine absolute Größe und damit auch auf seine Masse. Da braucht man die Helligkeitsmessung und zusätzliche Informationen, die sich direkt am optischen Teleskop nicht gewinnen lassen. Spektroskopie, die Analyse des Lichts, das von diesem Körper analysiert wird mit einem Spektroskop, die erlaubt einen Rückschluss auf die Zusammensetzung des Körpers, ist es Gesteinsmaterial, ist es Metall oder was auch immer. Und mit der Spektroskopie eben über die Zusammensetzung kann man dann auch das Rückstrahlvermögen bestimmen und wiederum einen Beitrag zur Bestimmung der Größe leisten. Und die Bedeckungen,
wie gesagt, bestimmen absolut die Größe, absolute Form mit hoher Genauigkeit. Man kann Monde feststellen, die dann zu einer zweiten Sekundärbedeckung führen würden. Man hat sogar schon um einen Asteroiden Ringe, wie beim Planeten Saturn, auf diese Weise festgestellt. Und weil eben diese Bedeckung den Ort des Asteroidens mit höchster Präzision festlegen, viel genauer als das mit astrometrischen Beobachtungen möglich ist, liefern diese Bedeckungen auch einen Beitrag zur genauen Bahnbestimmung, was besonders dann wichtig ist, wenn der Asteroid sich auf die Erde zubewegt. Ja, warum kommen da jetzt die Amateurastronomen ins Spiel? Ja, bei der Astrometrie ist es einfach die zeitliche Flexibilität und die Verfügbarkeit der Instrumente. Sie können sich vorstellen, wenn so ein Asteroid heute entdeckt wird, da muss man sehr schnell mit Messungen beginnen, bevor der Asteroid wieder in den Tiefen des Weltalls verschwindet. Das heißt, man braucht viele astronomische Instrumente, die zeitlich nicht belegt sind. Sie können sich vorstellen, bei den großen professionellen Sternwarten, da steht virtuell eine ganze Schlange von Astronomen vor der Türe und wartet auf Einlass. Und die Amateure, die haben halt die Hoheit über Instrumente und können ihr Beobachtungsprogramm sehr schnell ändern. Und wenn so ein Asteroid auftaucht, eben diesen beobachten. Das ist auch hilfreich, eine große Anzahl von Beobachtern haben, da ist immer irgendwo wer, der gerade auf der Nachtseite ist und einen Blick auf das Objekt hat, da ist immer irgendwo wer, wo das Wetter gut ist und nicht schlecht und der dort das Objekt aufnehmen kann. Das ist natürlich von Vorteil, wenn man viele Beobachter hat, die über die ganze Erde verteilt sind. Bei der Fotometrie ähnliches, fotometrische Beobachtungen, gerade wenn der Lichtwechsel länger ist, so wie ich es vorher gesehen habe, mit 90 Sekunden, dann braucht man einfach Instrumente, die man lange Zeit belegen kann, um diese Beobachtungen durchzuführen. Das geht wieder bei professionellen Sternwarten sehr, sehr schwierig, weil für einen Asteroiden da das Instrument nächtelang zu blockieren, da werden Astronomen aus anderen Fachgebieten wahrscheinlich Einspruch erheben. Und deswegen sind das Tätigkeiten, die sehr häufig auch von Amateurastronomen durchgeführt werden. Bei der Spektroskopie, da spricht ein bisschen was dagegen. Sie können sich vorstellen, wenn Sie jetzt einen Asteroiden mit wenigen 100 Metern oder sogar weniger Durchmesser haben und der ist schwarz wie Kohle und ist einige Millionen Kilometer entfernt, dann kommt auf der Erde nicht mehr wirklich viel Licht an. Und das Licht dann noch in seine Farben, in sein Spektrum aufzuteilen, da braucht man dann schon sehr, sehr große Instrumente, um diese Beobachtungen sinnvoll durchzuführen können. Das ist doch etwas, was außerhalb der Reichweite der meisten Amateursternwarten liegt. Aber auch hier gibt es Entwicklungen, dass man da schon ein bisschen aufholt. Ludwig hat vorher schon auf das Vega-Observatorium in Salzburg zum Beispiel verwiesen. Dort gibt es ein 1-Meter-Teleskop und die haben auch von der Europäischen Südsternwarte einen auf professionellen Sternwarten ausgemusterten Spektrographen als Dauerleihgabe bekommen. Also da sind sicher Beobachtungen in dieser Richtung mit derartigen Instrumenten auch möglich. Bei den Bedeckungen, da braucht es natürlich wieder eine große Anzahl von Beobachtern, weil jeder Beobachter kann ja nur eine so eine Sehne durch das Objekt festlegen. Das heißt, nur durch eine entsprechend große Dichte von Beobachtern kann auch die Form und der Umriss des Asteroiden wirklich bestimmt werden. Auch die Größe, da muss man ja die Form haben, weil ein einzelner Beobachter kann sozusagen nur die Untergrenze des Asteroiden festlegen, weil man weiß ja nicht, ob der jetzt zentral diese Bedeckung beobachtet hat oder nur am Rand. Da hilft es natürlich auch wieder, dass Amateurastronomen über die ganze Welt verteilt sind, wo auch immer so eine Bedeckung sichtbar sein wird, gibt es hoffentlich Amateurastronomen, die das beobachten. Und dass sie halt zeitlich auch flexibel sind. Es gibt auch Amateure, die da um die halbe Welt reisen, wenn ein besonderes Objekt so eine Bedeckung hat, um die dann beobachten zu können. Der große Nachteil dieser Beobachtungsmethode ist, sie können kein gezieltes Objekt auswählen. Es ist reiner Zufall, welcher Asteroid gerade vor einem Stern vorbeizieht und so eine Bedeckungsbeobachtung ermöglicht. Wenn Sie jetzt gerade ein bestimmtes Objekt im Auge haben, dann brauchen Sie viel Glück, dass so eine Beobachtung möglich ist. Allerdings planbar in diesem Sinne ist es nicht. Ja, wie können wir dazu einen Ausblick in die Zukunft schaffen? Kurz noch ein Blick zurück. Es gibt bisher erst zwei Asteroiden, welche auf die Erde gestürzt sind, von denen Meteoriten geborgen werden konnten, die aber schon im Weltraum draußen entdeckt worden sind. Das ist eben dieser 2008 TC3, den ich eingangs ausführlich beschrieben habe, und 10 Jahre später der Asteroid mit der Bezeichnung 2018 LA. Auch da wurden Meteoritenfragmente am Erdboden entdeckt. Und es gibt rund ein Dutzend Asteroiden, die von Raumfahrtmissionen besucht wurden, aber nur 3 von denen Proben zur Erde gebracht wurden oder noch werden. Das sind die beiden Hayabusa-Sonden der japanischen Raumfahrtagentur, die beide bereits Proben zurückgebracht haben. Und die OSIRIS-REx-Mission,
die jetzt um den Asteroiden Bennu kreist, die die Proben schon gesammelt hat, aber die noch am Weg zurück zur Erde sind. Also da ist das Sample noch relativ klein. Und in der Astronomie werden ja gerade sehr, sehr große Teleskope gebaut. Eines ist das Vera-Rubin-Observatory, das so Covid das zulässt, 2023 in Betrieb gehen soll. Und anders als die heutigen Himmelsüberwachungen, die den ganzen Himmel in ungefähr einem Monat abfotografieren, schafft dieses Observatorium es, den ganzen Himmel in nur 3 Tagen abzufotografieren. Also den Nachthimmel natürlich, den Taghimmel nicht. Und jetzt hat es von 2008 bis 2018 gebraucht, also 10 Jahre, dass wir 2 solche Asteroiden entdeckt haben, die dann auf die Erde gestürzt sind. Und dieses Teleskop ist jetzt 10-mal effizienter. Das heißt, wir können so ab 2023, 2024, 2025, wenn das Observatorium seinen Vollbetrieb aufnimmt, ungefähr damit rechnen, dass ähnliche Fälle, also Asteroiden, die auf die Erde sich zubewegen, die wir dann verfolgen können und von denen wir dann Material bergen können, vielleicht so ungefähr 1-mal pro Jahr entdeckt und beobachtet werden. Und das ist natürlich eine wunderbare Ergänzung zu den Raumfahrtmissionen. Raumfahrtmissionen brauchen jahrzehntelange Vorbereitung, kosten enorm viel Geld, aber bringen natürlich auch einen entsprechenden Gewinn an Information. Aber hier haben wir sozusagen the poor man's space mission. Der Asteroid kommt von selbst zu uns. Die Bodenproben des Asteroiden, die fallen von selbst vom Himmel. Man braucht nur mehr die Beobachtungen der verschiedenen Disziplinen, natürlich interdisziplinär zu koordinieren, Astronomie, Geowissenschaften, und kann dort ähnliche Erkenntnisse ziehen wie von Raumfahrtmissionen zu Asteroiden, die Sample Return Missions sind und beobachten und Bodenproben zurückbringen. Und man erhofft sich dort dann doch weitere Erkenntnisse über den Zusammenhang zwischen den Meteoriten, die in unseren Sammlungen zu bewundern sind, und den Mutterkörpern, von denen diese Meteoriten abstammen. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Einblick in die astronomische Beobachtung dieser interessanten Körper geben. Falls es Fragen gibt, stehe ich natürlich gerne bereit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank für den spannenden Vortrag und den Überblick hier, der die anderen Vorträge wunderbar ergänzt hat. Ich sehe hier im Chat bereits eine Frage. Da steht Antiope, ich habe das nicht ganz verstanden, das waren 2 Meteoroiden, hoffe, er hat den richtigen Ausdruck verwendet, oder ist der zerbrochen? Ja, richtig, das ist ein Doppelkörper, das sind zwei Asteroiden, in dem Fall spricht man von Asteroiden, weil es doch größere Körper sind, die auch im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter um die Sonne kreisen, und das sind ein Doppelkörper, die um einen gemeinsamen Schwerpunkt kreisen. Ähnlich, ich sage jetzt einmal, wie Erde und Mond, aber das ist der Größenunterschied natürlich ein anderer. Bei Antiope ist es tatsächlich so, dass die beiden Körper über eine ähnliche Größe besitzen, über eine ähnliche Größe verfügen und um einen gemeinsamen Schwerpunkt kreisen, der tatsächlich zwischen diesen beiden einzelnen Körpern liegt. Dankeschön. Würde ich sagen, können wir noch weitere Fragen zulassen, vielleicht von auch zu den anderen Vorträgen, wenn es noch irgendwelche gibt. Es gibt, ich sehe hier eine Frage, das ist sehr interessant, weil ich im Infraschall des Ereignisses von April 21 Signale aus unterschiedlichen Richtungen gefunden habe. Ich weiß nicht, wer dazu was sagen will oder ob man dazu was sagen muss. Gut, ich warte hier noch ein paar Minuten, ob es weitere... hier wieder eine Anmerkung. Ich nehme an, das bezieht sich auf den Asteroiden. Kann das sein, dass der zerbrochen ist? Wenn Sie die Frage auf den Asteroiden 2008 TC3 bezieht, also mein Beispiel, den ich eingangs gebracht habe, der ist definitiv in viele, viele Bruchstücke zerbrochen. Also man hat auf der Erdoberfläche, ich glaube, 10 Kilo ungefähr Meteorite gefunden. Das waren viele hundert Bruchstücke.